Ja, herzlich willkommen zum Transformationsdialog Mitbestimmung, den wir heute in Kooperation mit dem DGBSA organisiert haben. Mein Name ist Karina Webel. Ich leite bei der Arbeitskammer die Abteilung Wirtschafts- und Umweltpolitik und darf Sie und euch heute zusammen mit meiner Kollegin Dörte Krabbert, unserer Pressesprecherin, durch diese Veranstaltung führen. Ich freue mich sehr, Sie alle heute als Gäste entweder über Microsoft Teams hier oder über den Facebook-Stream begrüßen zu können. Und bevor ich gleich das Wort an Thomas Otto, unseren Hauptgeschäftsführer, übergebe für ein Grußwort, vielleicht noch kurz zwei Sätze zum Ablauf. Nachdem Thomas Otto ein Grußwort an Sie gerichtet hat, hören wir zwei Impulsvorträge von Christiane Benner, der zweiten Vorsitzenden der IG Metall, und Michael Vassiliadis, dem Vorsitzenden der IGBCE. Und im Anschluss daran haben wir dann die Möglichkeit einer Diskussionsrunde mit Christiane Benner und Michael Vassiliadis, zu der ich dann außerdem Eugen Roth, stellvertretender Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz-Saarland, und Dr. Luitpold Rampelshammer, Leiter der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt an der Universität hier im Saarland, begrüßen darf. Wichtig für uns ist, wir freuen uns natürlich sehr über eine rege Beteiligung von Ihnen und euch. Und wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, nutzen Sie gerne entweder die Kommentarfunktion bei Facebook oder auch hier die Chatfunktion in Teams. Schriftlich können Sie Fragen und Kommentare auch gerne schon während der Vorträge eingeben. Wir werden diese dann im Anschluss in der Diskussionsrunde aufgreifen. Noch ein technischer Hinweis für die Übertragung bei Facebook: Wäre es gut, wenn alle Gäste, also alle außer den Referentinnen und Referenten, ihre Kamera und ihr Mikrofon bitte ausschalten, außer später dann in der Diskussion, wenn ihr euch aktiv einbringt. Ja, damit übergebe ich das Wort an Thomas Otto und freue mich auf eine interessante Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von mir die besten Grüße aus dem Büro. Leider noch nicht in Präsenz, aber daran arbeiten wir. Und ich hoffe, wenn wir alle über den Sommer vernünftig weiterarbeiten mit den Inzidenzen, werden wir auch nach der Sommerpause wieder in Präsenz miteinander diskutieren dürfen. Weil ich glaube, gerade uns Gewerkschaftern, und da zähle ich mich jetzt mal als Arbeitskammervertreter originär dazu, auch wenn wir als Arbeitskammer keine Gewerkschaft sind, ist es ganz wichtig, dass wir mit den Menschen arbeiten, miteinander arbeiten. Und von daher auch das Thema Mitbestimmung heute ganz wichtig, weil Mitbestimmung ist das klassische Thema des Diskurses, der Diskussion. Ja, und da freue ich mich, dass wir heute qualifiziert drüber reden dürfen. Die Transformationsdialoge sind ja eine euch vielleicht schon bekannte Reihe, die wir jetzt schon seit über einem Jahr machen. Wir haben die Themen Wasserstoff, Homeoffice, KI, Digitalisierung, verschiedenen Ausprägungen schon diskutiert und damit auseinandergesetzt, die Arbeitnehmerbezüge diskutiert. Und eins war allen Themen immer gleich. Am Ende ist das Kernstück der Arbeitsbeziehungen die Mitbestimmung. Und die starke Mitbestimmung ist für uns der Kern einer beschäftigungsorientierten Transformation. Deswegen wollen wir uns heute auch nochmal ausdrücklich mit der Mitbestimmung und vor allem mit der Zukunft der Mitbestimmung auseinandersetzen. Und freue mich deswegen auch nochmal persönlich, auch wenn Karina sich schon vorgestellt hat, dass wir heute Christiane Benner aus Frankfurt hier begrüßen dürfen, auch virtuell zugeschaltet, und Michael Vassiliadis aus Hannover wird sich sicherlich auch gleich noch zuschalten. Wir haben also zwei sehr kompetente Profis der Mitbestimmung nachher in der Diskussion, einmal über Impulse und dann natürlich nachher eine Diskussion mit unseren beiden Lokalmatadoren, einmal Eugen Roth und Luitpold Rampelshammer, die dann auch nochmal die saarländische Brille aufziehen. Und ich glaube, gemeinsam bekommen wir einen ganz spannenden Blick für die Zukunft. Der Themenschwerpunkt heute läuft auch unter unserer neuen Kampagne Das gute Morgen, Transformation gemeinsam gestalten. Deswegen möchte ich heute auch schon einladen, wer von Ihnen Zeit und Lust hat, morgen in Präsenz. Es geht aber auch über den Stream. Wir werden ab 16:30 Uhr in Saarbrücken vor der Kongresshalle unsere Auftaktveranstaltung für unsere neue Kampagne machen. Wir wollen morgen zeigen, dass wir Transformation gestalten wollen, dass wir Transformation gestalten können. Und hoffen da auf viele Menschen, viele Kolleginnen und Kollegen, die mit uns ein Zeichen setzen. Wer es schon getan hat, auf dasgutemorgen.de, könnt ihr schon viele Mitstreiter bewundern. Wer noch mitmachen will, einfach ein Selfie hochladen, eure These, eure Idee für die Transformation dokumentieren und ihr seid Teil der Kampagne. Ja, die tiefgreifenden
Strukturveränderung hier im Saarland insbesondere, ich glaube, wir haben sie auch bundesweit, aber da hören wir nachher noch ein bisschen mehr von Christiane und Michael, waren schon in der Vergangenheit und sind ein Stresstest auch für die Mitbestimmung. Die Stahlkrise, die Kohlekrise, wir konnten sie bewältigen, weil wir eine starke Mitbestimmung haben, weil Umbrüche in dieser Form eben nur mit einer starken Mitbestimmung sozialverträglich abgefedert werden können. Und auch in der Corona-Krise haben wir relativ schnell gelernt, dass die Betriebe mit einer starken Mitbestimmung bessere Wege durch die Krise gefunden haben. Ich denke dann nur an die Umsetzung von Kurzarbeitergeld, den Aufschlägen, die wir in vielen Bereichen dringend brauchen, oder auch Regelungen zur Nutzung des Homeoffice, weil da auch die Wirkungen gerade von Vereinbarkeit, Familie, Beruf und Arbeitsbelastungen aufeinanderprallen. Und nur dort, wo mitbestimmt geregelt wird, wird es auch im Sinne der Beschäftigten getan. Wir haben also vielfältige Beispiele aus der Vergangenheit, aber auch aus dem Aktuellen, dass Mitbestimmung das Regelungsinstrument ist, das wir brauchen und das auch eine Investition für die Zukunft darstellt. Ja, langfristig haben wir auch schon über die Hans-Böckler-Stiftung, über viele Studien der Gewerkschaften gelernt, dass Unternehmen mit einer Mitbestimmung auch rentabler sind, profitabler sind und vor allem länger Beschäftigung sichern. Beispiele haben wir hier im Saarland, werden noch sicherlich nachher in der Diskussion drauf kommen. Ich habe auch den einen oder anderen Betriebsratskollegen schon gesehen. Wir kennen die guten Beispiele von Bosch in Homburg, wo man, glaube ich, ganz selbstbewusst sagen darf, ohne den Betriebsrat hätten wir da vielleicht andere Zukunftsmöglichkeiten. Wir haben ZF, wir haben Voith, wir haben andere Unternehmen und die Diskussionen um die Zukunft von Saarstahl zeigen, Mitbestimmung sichert Zukunft und ohne den Einsatz, ohne die Impulse der Betriebsräte, Gewerkschaften wären eben diese Ergebnisse nicht möglich geworden, hätten wir im Saarland noch tiefgreifende Strukturprobleme. Und ich denke, in dem Sinne wollen wir uns auch für die Zukunft für eine starke Mitbestimmung stark machen. Ja, wir müssen aber auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Wir haben gute Beispiele. Leider sehen wir aber auch in der großen Zahl, dass die Betriebe, die mitbestimmt sind, zurückgehen. Die Beschäftigten, die unter den Schutz eines Betriebsrats fallen, werden weniger. Wir haben dies im Bund beobachtet, aber auch im Saarland. Vor allem in den kleineren, mittleren Betrieben schwächelt die Mitbestimmung. Und gerade in den Strukturen, die jetzt unsere Hilfe brauchen, die jetzt gemeinsam mit starken Betriebsräten, mit starken Gewerkschaften durch die Krise geführt werden müssen, schwächelt die Mitbestimmung. Und ich glaube, da müssen wir alles tun, um auch nochmal für Mitbestimmung zu werben, gerade bei den kommenden Betriebsratswahlen nochmal darauf hinweisen, dass es gemeinsame Lösungswege gibt, wenn die Beschäftigten auch sich organisieren und entsprechend aufstellen. Da wir beobachten im Saarland auch unterschiedliche Stärken der Gewerkschaften, der Mitbestimmung nach Branchen. Wir haben die klassisch mitbestimmungsstarken Industriebereiche. Gleichzeitig beobachten wir aber auch in der Dienstleistung, dass Mitbestimmung schwächelt. Wir haben gesehen, Gastro, Einzelhandel in der Krise, teilweise desolate Zustände, eh schon prekäre Beschäftigung, dann Kurzarbeitergeld ohne Aufzahlung. Da ging es um Existenzen. Und ich glaube, da muss man den Appell nochmal ganz deutlich und laut ausrufen. Hier brauchen wir wirklich Strukturen, organisierte Strukturen, damit die prekäre Beschäftigung verdrängt wird und wir am Ende hier auch krisenresistenter werden. Ja, hier steht noch ein kleiner Blick auf die Bundesregierung. Das würde ich aber gerne Christian und Michael überlassen. Mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz wurde in Berlin einiges auf den Weg gebracht. Wir sind noch nicht ganz zufrieden, haben aber zumindest mal Erleichterungen bei den Betriebsratswahlen und Mitbestimmungsrechte in Fragen der Digitalisierung jetzt mal auf dem Papier stehen. Ich glaube, da muss noch mehr passieren. Wir brauchen echte Mitbestimmung, gerade auch in wirtschaftlichen und strategischen Fragen. Wir brauchen Mitbestimmung bei der Frage der Qualifizierung, weil gerade die Zukunft wird von nachhaltigem Wirtschaften, von Veränderungsprozessen abhängen. Und da wird auch die Weiterbildung eine zentrale Rolle spielen. Ja, das Ganze, was wir vor der Brust haben, geht mit Ideen, mit der Kreativität, mit dem Gestaltungswillen der betrieblichen Akteure einher. Und deswegen nochmals, wenn es jetzt auch, glaube ich, das dritte Mal ist, wir brauchen eine stärkere Mitbestimmung und wollen das auch der Politik adressieren. Wir haben den Bund mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz. Wir brauchen aber auch im Land ein starkes Bekenntnis der Landesregierung. Hier kann auch das Land einiges tun. Ich denke da an eine Modifizierung auch der Förderkulissen. Dort, wo Wirtschaftsförderung mit Staatsgeldern betrieben wird, muss auch gute Arbeit mit eine Rolle spielen.
Da gibt es erste Ansätze, da kann aber noch mehr passieren. Und damit will ich jetzt auch belassen. Ich glaube, ich habe ein paar Impulse gesetzt. Die Diskussionen um das, was jetzt wirklich wichtig wird, würde ich jetzt gerne den Experten überlassen. Deswegen freue ich mich, dass jetzt gleich die Impulsvorträge von Christian und Michael kommen und freue mich noch mehr auf die Diskussion. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal Carina Webel danken für die einleitenden Worte. Sie wird gleich moderieren, gemeinsam mit Dörte Krabat, unserer Pressesprecherin. Euch beiden vielen Dank für das Engagement, aber auch dem Team im Hintergrund. Online-Arbeit hat viele unsichtbare Partner. Nochmal ein Dank an das Team im Hintergrund, das wir jetzt auch übertragen können. Und in dem Zusammenhang wünsche ich euch jetzt einfach einen schönen Abend, vor allem spannende Diskussionen und viele gute Erkenntnisse. Und morgen gehen wir dann vor die Kongresshalle und fangen an, umzusetzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Begrüßung. Und ohne große weitere Worte würde ich gerne direkt übergeben an Christiane Benner. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Carina. Also Thomas Otto, ich muss ja mal sagen, du bist ja ganz schön am Tiefstapeln. Du hast ja selbst mal bei der IG Metall, warst ja mal im Bereich Mitbestimmungspolitik. Also du bist schon auch ein Experte, ne? Wollen wir jetzt mal irgendwie mal gerade rücken. Aber ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und möchte insbesondere meine Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir das erlauben darf, von der IG Metall natürlich grüßen, die Bevollmächtigten aus den saarländischen Geschäftsstellen. Und ich freue mich irre, den Thomas Otto endlich mal wieder zu sehen und auch den Luitpold. Wir haben ja schon irgendwie das ein oder andere auch zusammen angestellt und den Eugen und überhaupt. Also ich finde es klasse, was ihr macht. Noch toller, dass ihr morgen konkret auf die Straße geht und da wirklich Gesicht zeigt. Ich glaube, das ist genau das Richtige, um auch die Menschen mitzunehmen. Und insbesondere das Saarland steckt ja seit Jahrzehnten in der Transformation und Mitbestimmung an der Saar hat ja immer eine besonders wichtige Rolle gespielt. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass wir im Moment wirklich in einem grundlegenden Wandel unserer Industrie stehen und der betrifft aber nicht nur die Industrie. Etwa wenn es um den grünen Stahl oder um die Elektromobilität geht. Ich finde, das Wichtigste ist schon erstmal zu sagen, das sind massive Umbrüche durch diese Transformation. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist, dass die Beschäftigten im Moment in diesem Wandel sich zu Recht fragen, wie sieht eigentlich meine Zukunft aus? Welche Zukunft haben meine Kinder hier in der Region? Und das sind wirklich Themen, die die Beschäftigten und die uns im Moment bundesweit, das kann ich wirklich ins Saarland sagen, diese Transformationsthemen, die treiben uns bundesweit um. Die Haltung der IG Metall ist da relativ klar, obwohl es ja eine sehr komplexe Situation ist und sehr komplexe Fragestellungen sind. Aber unser Punkt ist, dass der Green Deal zu einem sozialen Deal werden muss, auf jeden Fall. Wir wollen Beschäftigung sichern und halten. Wir wollen eine soziale Gestaltung der Veränderung. Und ganz wichtig, wir wollen, dass möglichst viele Menschen eine Perspektive bekommen, dass einfach klar ist, wo ist meine Zukunft? Auch wenn es jetzt massive Umbrüche gibt. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Wenn ich in den ostdeutschen Bundesländern unterwegs bin und dann über die Herausforderungen der Transformation rede, dann gähnen die manchmal ermüdet, weil die natürlich sagen, sag mal, weißt du eigentlich, was bei uns los war in den Wendezeiten? Also das kriegt ihr Wessis schon irgendwie hin mit der Transformation. Also wir haben das ja auch gestemmt. Also ich glaube, man muss sozusagen mit diesen Bildern, wie dramatisch und historisch das jetzt im Moment ist, auch ein bisschen aufpassen. Und es gab ja auch schon Strukturveränderungen. Da wird Michael ja auch was zu sagen, wo wir es genau hingekriegt haben, mit der Mitbestimmung zu verhindern, dass die Menschen ins Bergfreie gefallen sind. Und da mache ich ja gleich nochmal den Bogen zu. Ich finde es halt sehr schön, auch mit eurer Kampagne, das Gute Morgen, und finde es genau den richtigen Ansatz, nämlich zu sagen, wir versuchen, die Beschäftigten in diese Kampagne mitzunehmen und einfach deren Themen darin auch aufzugreifen. Nämlich es geht darum, den Menschen eine Stimme zu geben, damit sie sich gehört fühlen. Ich glaube, dass das am Ende auch ganz, ganz wichtig ist für eine Demokratiestärkung. Die Veränderungen, die anstehen, in denen wir stecken, also das ist ja irgendwie nicht morgen, das ist ja heute, da sind Weichen gestellt, die müssen demokratisch gestaltet werden. Und ich glaube, damit das Ganze
sozial in unserem Sinne abläuft, müssen wir unsere Demokratie, unsere betriebliche Demokratie weiter ausbauen. Und dafür brauchen wir mehr Demokratie und Mitbestimmung in den Betrieben. Ihr wisst alle, dass vor 70 Jahren die Montan-Mitbestimmung in Westdeutschland in Kraft getreten ist, nämlich 1951. Und das haben wir ja auch, so gut es ging, ohne Präsenz, haben wir das ja auch versucht zu feiern. Und die Böckler-Stiftung hat dazu auch Schwerpunkte gemacht. Und wir haben ja wirklich auch gesagt, wir nehmen jetzt nochmal diese 70 Jahre Montan-Mitbestimmung, um über Notwendigkeiten von Weiterentwicklung zu reden. Und das Betriebsverfassungsgesetz, wisst ihr, hatte ja auch Geburtstag, den wir auch 100 Jahre, die wir ja auch nicht, das konnten wir ja leider auch nicht so gebührend feiern. Also Saarland war ja durch den Beitritt zur Bundesrepublik, das war dann 1957, aber trotzdem, ich finde auch 64 Jahre Mitbestimmung im Saarland, stolze Zahl. Und die Rolle von der Mitbestimmung war ja gerade im Nachkriegsdeutschland ganz gravierend, ganz entscheidend, damit eben aus Deutschland ein demokratischer Staat wurde. Das hat ja alles seine historischen Ursprünge und das ist ein wichtiges Signal in die Arbeitnehmerschaft. Ihr seid Teil der Gesellschaft, ihr werdet ernst genommen. Wir wollen mit euch über die Themen auf Augenhöhe sprechen. Ihr könnt mitreden, ihr könnt mitbestimmen. Und das war damals schon auch ein Beitrag dazu zu sagen, wir wollen mit betrieblicher Demokratie gesellschaftliche Demokratie stärken. Das war schon in der Nachkriegszeit ein wichtiger Aspekt und ich möchte den darauf sehr aktuell Bezug nehmen. Es gibt, wo habe ich sie? Voilà. Es gibt von Decker und Brähler, gibt es die sogenannte Leipziger Autoritarismusstudie, aktuell. Und da ist herausgearbeitet worden, dass das gesamte demokratische System sehr stark davon abhängig ist, welche konkrete Demokratieerfahrung und Partizipationserfahrung Menschen im Betrieb erleben. Das heißt, Menschen, die im Unternehmen eine gute Erfahrung machen, sich einbringen können in Prozesse, und da wird es ja bei der Transformationsgestaltung auch drum gehen, wenn sie dort eine positive Partizipationserfahrung machen, nämlich zu sagen, ich kann mich einbringen mit Vertrauensleuten, mit Betriebsräten, mit den Gewerkschaften, kann hier, ob mit Qualifizierung, vielleicht auch ergonomische Gestaltung von Produktionslinien. Wenn ich mich hier einbringen kann, haben diese Forscher herausgefunden, die haben die Leute interviewt, gibt es eine stärkere Resilienz, das heißt eine Widerstandsfähigkeit gegen populistische Strukturen und ich sage mal auch Tendenzen in der Gesellschaft. Also um es mal platt zu sagen, wenn wir in den Betrieben die Beschäftigten gut mitnehmen, ihnen Möglichkeiten geben zur Partizipation. Sind sie resilienter, sind sie widerstandsfähiger, auch, ich sag mal, gegen das, was im Moment die Rechten probieren in unserer Gesellschaft, nämlich mit sehr einfachen Parolen zu sagen, komm, lass uns mal den Diesel retten und dann wird schon wieder alles gut. Und das ist nochmal ein Punkt, der uns auch in der IG Metall und im DGB ja nochmal ganz stark motiviert hat zu sagen, Mensch, lass uns doch auch nochmal gucken, wie können wir konkret Demokratie im Unternehmen weiterentwickeln. Und ich glaube und wir glauben, das ist gerade wichtig, weil wir im Moment wirklich vor massiven Umbrüchen stehen durch die Veränderungen der Transformation. Wir wollen eine soziale, ökologische und demokratische Transformation. Meine These ist oder unsere These ist, das geht ohne eine demokratische, soziale Gestaltung in den Betrieben werden wir eine Destabilisierung der Demokratie in unserer Gesellschaft bekommen. Und ich glaube, wir werden da noch sehr viel arbeiten müssen, auch Richtung Bundestagswahl und auch Richtung Betriebsratswahlen. Die sind ja auch im nächsten Jahr. Das heißt, wir haben deswegen auch unsere Betriebsratswahlkampagne jetzt so angelegt in der IG Metall, dass wir ganz stark dort Beteiligungselemente drin haben, dort ansetzen, also eigentlich, was ihr morgen macht, da anzusetzen und den Leuten auf dem Hallenboden und in den Büros eine Stimme zu geben und auch zu sagen, okay, wie habt ihr Betriebsratsarbeit wahrgenommen, Mitbestimmung wahrgenommen und wo, was sind eure Wünsche, was sind eure Forderungen, um da einfach, glaube ich, ganz nah an das zu kommen, was die Leute im Kopf und vielleicht auch an Angst haben oder im Herzen haben.
Ich möchte mich bei dem Punkt soziale, ökologische und demokratische Transformation einfach an zwei Punkten, die will ich noch mal ein bisschen vertiefen. Das hat Thomas Otto auch schon gemacht, aber trotzdem, ich meine, es ist ja wohl kein Geheimnis, Stahlindustrie und Automobil- und Zulieferindustrie. Und für mich ist das Saarland schon auch so ein, wie so ein Brennglas, ja, die Veränderungen, die dort stattfinden. Wir haben natürlich Regionen, die haben noch mal, sind noch mal etwas breiter aufgestellt von ihren Branchenstrukturen. Und es ist ja nicht so, dass in Corona alle irgendwie den Bach runtergegangen wären. Das haben ja auch viele profitiert, ja, das muss man ja auch mal sagen. Und es stecken ja auch ganz viele Chancen drin. Also denken wir nur an das Thema, wenn die Energiewende mal gescheit gemacht würde, da würden ja auch wirklich Möglichkeiten drinstecken für Technologien, die wir auch in unseren Branchen fertigen. Aber zurück zur Stahlindustrie und Auto- und Zulieferindustrie. Also ihr, Thomas hatte das eben auch einleitend gesagt, aber wir sind gerade daran am Arbeiten, dass die Umstellung auf Wasserstoff gut erfolgen kann, möglichst rasch und möglichst auf grünen Wasserstoff. Also Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist es absolut wichtig, neben den Unternehmen auch die Politik zu fordern. Und ich meine, ihr habt ja nun saarländischen, wir haben ja alle, und gerade ihr, habt ja nun Herrn Altmaier aus dem Saarland. Wir brauchen dort wirtschaftliche Unterstützung für die Stahlunternehmen. Die werden die Milliardeninvestitionen alleine nicht stemmen können. Das geht nicht. Der Umstoff, Wasserstoff wird nicht funktionieren, ohne dass wir Investitionen haben staatlicherseits. Deswegen fordern wir insbesondere der Jürgen Kerner, mein Kollege, der da sehr aktiv ist, wir fordern einen Transformationsfonds in Höhe von 10 Milliarden Euro bis 2030. Und wenn bis dahin auf 100% Wasserstoff umgestellt werden könnte, würde Deutschland alleine dadurch ein Viertel der verschärften CO2-Minderungsziele erreichen können. Wir haben ja da nochmal, wisst ihr ja alle, durch das Urteil des Verfassungsgerichtes haben wir jetzt ja auch nochmal dort eine Verschärfung bekommen. Zweitens muss der Ausbau erneuerbarer Energien deutlich beschleunigt werden. Es ist unserer Meinung nach ein Unding, dass seit 2017 die neu installierte Windenergieleistung jedes Jahr gesunken ist. In der Solarindustrie in Deutschland ist die Solarindustrie in Deutschland, das wisst ihr auch, ist in den vergangenen 15 Jahren deutlich zurückgefallen. Und da müssen wir zulegen wegen des Klimas und wegen der Arbeitsplätze. Wir müssen weiter dafür sorgen, dass Europa seine Stahlindustrie vor Billigimporten aus China und Asien schützt, wo Stahl klimaschädlicher oder klimaschädlich produziert wird. Und da wissen wir ja auch noch mal unter nicht nur klimaschädlich, sondern auch unter sozial schwierigen Bedingungen, die wirklich zu kritisieren sind. Und da ist ja das Thema Green Border Tax, was wir dort in die Diskussion bringen von Seiten der Gewerkschaften. Wir brauchen aber nicht nur gewaltige Investitionen in Technik und Infrastruktur, sondern natürlich Investitionen in die Beschäftigten und in die Menschen und in den Regionen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Green Deal alleine wird nicht gehen. Wir brauchen einen Social Deal. Und diese Aspekte, ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das immer wieder zu stressen in der öffentlichen Diskussion. Die Menschen, die auch in der Stahlindustrie arbeiten, brauchen Perspektiven, weil auch mit der Umstellung, wenn Kokereien nicht mehr gebraucht werden, wenn ganze Hochöfen neu gebaut werden, dann sind ja mit diesen ganzen technischen Umstellungen Qualifikationsbedarfe verbunden. Und da sind Unternehmen gefordert, Betriebsräte, Arbeitsagenturen, da müssen wir irgendwie gucken, dass wir dort alle an einem Strang ziehen. Und ich finde, da kann man sich ja auch die Beispiele im Saarland anschauen. Da würde ich aber gerne lieber gleich in der Diskussion drauf eingehen. Zweites großes Thema, was uns als IG Metall umtreibt, ist natürlich das Thema Automobilindustrie. Ja, da geht es ja nicht nur um Ford in Saarlouis, sondern es geht auch um die Zulieferer. Ihr kennt es, das ganze Thema Umklapp von Verbrenner auf Elektromobilität. Und da sind einfach ganz viele Arbeitsplätze, die da dranhängen. Und das ist auch nicht nur eine technische Diskussion, finde ich, sondern wir müssen einfach sagen, wie kann ich die sozial verantwortlich fordern, führen und wie kann ich dort
Menschen, die da jetzt gerade wirklich Befürchtungen haben, was mit ihren Arbeitsplätzen passiert, wie kann ich die mitnehmen? Wir haben Autohersteller, das muss man ja auch mal sagen, ihr wisst ja, wie die Diskussion war. Da war ja viel, standen ja viele auch lange auf der Bremse, auch beim Thema Elektrifizierung. Also da haben wir ja in den letzten 3, 4 Jahren einen wahnsinnigen Schwenk vollzogen. Und das ist im Moment ja wirklich eine atemberaubende Geschwindigkeit, wie das läuft. Ich will jetzt nichts zu dem ganzen Thema Subventionen sagen, die es da gibt, auch nichts unbedingt zur Ladesäuleninfrastruktur, sondern ich will noch mal fokussieren, dass das gerade für die Zulieferer ein Riesenthema ist. Also unsere Erfahrung ist im Moment, dass einige OEM da gerade relativ gut mit klarkommen. Ich weiß um die Situation bei Ford, aber es ist ja so, dass nun, ich sag mal, gerade BMW und VW da im Moment gute Wachstumsraten hinlegen. Die kriegen diesen Umbau, sage ich mal sozusagen, die versuchen den einigermaßen gestemmt zu kriegen. Aber wir haben, erstmal gilt es nicht für alle Autohersteller und wir haben da massiven Druck auf die ganze Zulieferindustrie. Wie man es aber auch gut machen kann, zeigt Bosch in Homburg. Das ist bislang ja ein reiner Dieselstandort gewesen, der wirklich in den vergangenen Jahren, wo es Reduzierung gab in der Belegschaft, und die haben sich da wirklich auch auf die Hinterbeine gestellt und aufgebockt. Und die IG Metall dort, der Ralf Reinstädtler, die Betriebsräte haben wirklich viele Gespräche mit Politikern und Politikerinnen geführt. Und jetzt geht das Thema Wasserstoff-Brennstoffzellenentwicklung dahin. Also will nur sagen, auch da gibt es ja im Moment eine massive Debatte, dass man für den Bereich der Luftfahrt, der Marinebereich und Nutzfahrzeuge auch auf das ganze Thema Brennstoffzelle geht. Und da auch Aufträge zu erteilen. Also wir müssen da einfach hart am Wind sein, damit wir dort wirklich auch die Zukunftsprojekte in den Unternehmen sichern. Wir haben deshalb in der Metall- und Elektroindustrie jetzt die Zukunftstarifverträge ausgehandelt oder also glaube ich, ganz gute Grundlagen geschaffen, mit denen Betriebsräte jetzt über Investitionen Zukunftsbilder verhandeln können. Und wir haben das ja wirklich auch, ich will mal kontinental nennen, wenn die jetzt auch nicht im Saarland sind. Aber da ist es uns wirklich ganz gut gelungen, mit Protesten der Belegschaft, mit Arbeitskämpfen dort Werksschließungen zu schieben und jetzt erstmal Zeit zu gewinnen, um Zukunftsbilder zu beschreiben. Und wir haben in Rheinböllen in der Eifel haben wir das dann hinbekommen, dass dort jetzt eben dann halt keine Bremsbacken, die irgendwie auslaufen bis 2030, dass wir da parallel sozusagen so ein Hochlaufen der Produktion für fahrerlose Transportsysteme hinkriegen. Also da ist so ganz konkret mit Unterstützung der Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin, ist uns wirklich gelungen, dass wir dort ein neues Produkt ansiedeln können. Und das ist wirklich Hardcore-Kernerarbeit, Auseinandersetzung, Streit. Aber die Jungs und Mädels haben sich auf ihre Traktoren gesetzt und haben gesagt, ich gehe hier nicht mehr weg, ehe das hier nicht geregelt wird und ehe ich hier nicht eine Perspektive habe. Und so werden wir das machen müssen. Und so machen wir das. Jetzt haben wir diese Eckpunkte in den Zukunftstarifverträgen. Aber das muss man jetzt einfach mal sagen, da verändert sich auch Tarifpolitik. Also du machst mal nicht eben mal 5% mehr Entgelt, sondern du verhandelst eigentlich Hausaufgaben für die Betriebsräte. Und das ist auch hart. Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde. Die Arbeit geht jetzt los. Wir haben jetzt gerade mal die Rahmung geschaffen. Aber das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige. Und wir wollen die Zukunftsstrategien eben auch nicht alleine der Kapitalseite überlassen und deshalb vor die Welle kommen, um da mitzugestalten. Und da dieses Thema, diese beiden, ich wirklich, lassen wir mal das Thema Digitalisierung im Moment außen vor. Da könnten wir jetzt ja auch noch drüber reden. Machen wir vielleicht in der Diskussion. Aber da das im Moment um elementare Weichenstellungen geht unserer Industrien in Deutschland, brauchen wir mehr Mitbestimmung, um den Wandel zu gestalten. Einmal im Bereich der wirtschaftlichen Mitbestimmung. Also wir müssen es mal reinziehen. Das Betriebsverfassungsrecht ist 50 Jahre alt. Ja, in der jetzigen Form. Noch mal ein bisschen 2001 reformiert. Da gab es ja irgendwie weniger Digitalisierung, Riesencomputer. Es gab wenig Globalisierung, kein Internet, Intershops, kein Internet. Also will nur sagen, es hat sich einfach ganz, ganz viel verändert. Und jetzt haben wir über diese Veränderung, über andere Technologien, Arbeitsorganisationen, Globalisierung, Wertschöpfungsketten,
haben wir jetzt das Thema dieser massiven Herausforderung der Transformation. Deshalb, wir wollen das nicht der Kapitalseite überlassen, wollen deshalb mehr wirtschaftliche Mitbestimmung an der Stelle. Und die IG Metall hat dazu auch eine exzellente Beschlusslage unserer Gewerkschaftstage, weil einfach klar ist, wir wollen da in so eine Richtung gehen wie VW-Gesetz, erzwingbarer Interessenausgleich im 112er, damit wir dort wirklich Mitgestaltungsmöglichkeiten kriegen. Das heißt, der 92a soll beim Thema Beschäftigungssicherung und Qualifizierung zu einem Mitbestimmungsrecht weiterentwickelt werden. Wir müssen auch da vor die Welle kommen, nicht erst dann qualifizieren, wenn die neue Maschine da steht, sondern wirklich in einen Dialog kommen, was ist das Zukunftsbild und wie kriege ich meine Belegschaft systematisch dahin entwickelt, ein generelles Mitbestimmungs- und Initiativrecht bei der Ein- und Durchführung betrieblicher Berufsbildung und halt, wie ich es gesagt habe, den Interessenausgleich bei Betriebsänderungen nach 112 erzwingbar zu machen. Es mag auch sein, Michael wird gleich was sagen, denke ich mal, zu dem Streit, den wir bei Conti hatten und dass wir auch auf der Unternehmensmitbestimmungsseite was machen müssen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, damit das nicht irgendwelche Aufsichtsratsvorsitzenden alleine mit ihrem Doppelstimmenrecht entscheiden können und hopp oder top machen, ob da jetzt 13.000 Arbeitsplätze abgebaut werden oder nicht. Also das ist ein Punkt und da wollen wir auch Streit. Das ist provokant und die Arbeitgeber, die jaulen, weil das ist ja ein Eingriff in ihre ganzen Direktionsrechte und in die unternehmerische Freiheit. Aber Kolleginnen und Kollegen, wir glauben, wir müssen diese Diskussion führen, sowohl auf der Unternehmensmitbestimmungsebene als auch auf der Modernisierung der Ebene des Betriebsverfassungsgesetzes. Ich will da jetzt die Vertiefung vielleicht lieber in der Diskussion machen. Wir haben eine Initiative Mitbestimmung entwickelt, auch mit den Einzelgewerkschaften und auf DGB-Ebene, haben da unsere Forderungen Richtung Politik mehrfach diskutiert. Wir haben ja dann das Betriebsrätemodernisierungsgesetz, ich sage mal wirklich als eine Form der leichten Veränderungen und Verbesserungen. Da sind Dinge hinter dem zurückgeblieben, die wir fordern. Wir haben aber einen Bedarf an einer Runderneuerung, was das anbelangt, weil die Herausforderungen einfach massiv sind. Und ich sage mal, wir machen unseren Job, dass wir versuchen, dass wir mehr Betriebsräte wählen können. Aber es geht um diese elementaren Weichenstellungen in der Transformation. Und ich sage mal, da geht es nicht um kleine Korrekturen, sondern da geht es schon genau um diese anderen Themen bei der Qualifizierung und auch in den wirtschaftlichen Angelegenheiten. Und wir haben ja da auch schon sowieso Gegenwind von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber und auch unser Gesamtmetallchef, der gesagt hat, irgendwie wirtschaftliche Angelegenheiten, das ist ureigene unternehmerische Aufgabe. Da hat der Betriebsrat und die Gewerkschaft erstmal nichts verloren. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach in eine richtige Konfrontationssituation auch begeben und werden uns an der Stelle auch streiten müssen. Und wir haben einfach festgestellt, dass dadurch, dass wir keine Weiterentwicklung hatten, gab es ja einen Rückschritt, weil wir haben verloren, nämlich beim Thema der mitbestimmten Aufsichtsräte, dann dieses ganze Thema der europäischen Rechtsformen. Das heißt, Mitbestimmung wird unterminiert. Die wird unterlaufen, es werden Schlupflöcher genutzt und wir haben schöne Lippenbekenntnisse, wie wichtig Sozialpartnerschaft ist, Kolleginnen und Kollegen. Aber wir haben jetzt gerade im Saarland einen Fall gewonnen, einen 119er, wo wir einen Arbeitgeber verklagen konnten, weil er Betriebsratswahl verhindert hat. Also ich will nur sagen, zwischen dem, wo man Gewerkschaften braucht und sagt, man muss sie da nutzen für diese soziale Gestaltung, aber wo man uns wirklich was zugesteht, und dann einfach sagt, dann halten wir das Ding jetzt an und gestalten gemeinsam mit allen nach vorne. Ich finde, das sind zwei Seiten. Und manchmal, beziehungsweise ich würde es mal eher sagen, ich finde es zum Teil sehr doppelzüngig. Das vielleicht mal als Impuls. Und ich freue mich dann auf die Diskussion. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für den Überblick über die Herausforderungen, vor denen sich Beschäftigte und Betriebsräte im Zusammenhang mit der Transformation gegenübersehen. Ich darf jetzt überleiten an Michael Vassiliadis und ihn um
Sie um ihr für Ihren Impuls bitten. Danke. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde das eine wirklich wichtige Tagung, die auch, glaube ich, die richtigen Fragestellungen aufwirft. Ich würde mal sagen, wir haben ja in den meisten Bundesländern keine Arbeiterkammer. Und auch das gehört natürlich zu einem Verständnis. Mir ist schon klar, dass das nicht in direkten Definition der Mitbestimmung gehört, aber es hat natürlich eine extrem wichtige Funktion in den Ländern, in denen wir das haben, und ist ein Impfkristall für die Qualität der Debatte. Das haben wir an vielen Stellen nicht, willst du zumindest noch mal kurz erwähnen. Ich würde mal sagen, in 101% der Aussagen von Christiane kann ich mich anschließen, deswegen muss ich das nicht wiederholen. Also nehmt es bitte als gegeben an und erlaubt mir, das kommt nicht immer gut an, ist mir aber egal, weil ich es für notwendig halte. Ich werde auch uns ein bisschen challengen, weil ich glaube, dass man Geburtstagsfeier nicht verwechseln darf. Wenn wir die Betriebsverfassung, die ja 101 ist, als Geburtstagsfeier nehmen, dann stirbt sie ja bald. Ne? Also jedenfalls, wenn man menschliche Lebenszyklen heranzieht. Das kann es ja nicht sein. Wenn man 70 Jahre Montanmitbestimmung, was ich alles für sehr wichtig halte, weil das auch Selbstvergewisserung ist und weil wir auch Recht haben, ich bin da völlig aligned, aber das Gefährliche daran ist, dass man sich daran verliert und sozusagen Forderungen nur an Dritte stellt. Und ich bin der Meinung, wir müssen an Dritte, an Staat, an Regierungen, an Europa Forderungen stellen. Das hat ja schon Erwähnung gefunden. Aber ich will bei uns bleiben. Bei uns heißt bei den Gewerkschaften und dem Umfeld von Gewerkschaften und will das ein bisschen kritisch stellen. Weil ich glaube, dass das notwendig ist, weil die Herausforderungen besondere sind, die auf uns zukommen. Und weil wir neben der Notwendigkeit, uns natürlich bei unseren Mitgliedern und vor allem bei den Nichtmitgliedern auch selbst zu vermarkten, in so einem Kreis hier, irgendwo muss es ja auch sozusagen eine kritische Reflexion geben. Also, ich will mal Folgendes sagen. Wir sind uns alle so unfassbar einig, dass das notwendig und unabdingbar ist, dass die Mitbestimmung die Transformation gestaltet, dass wir uns die Augen reiben, dass unsere Organisationsgrade sinken, dass wir bei der Frage der betriebsratsfähigen Betriebe bei 40% der Beschäftigten, aber nur 10% der Unternehmen sind. Also ein Gesetz, das strafbeschwert ist, nicht durchsetzen können. Dass wir bei der Transformation die Spezifikation des einen Teils der Transformation, nämlich dem politisch Getriebenen, immer noch mit ein bisschen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Ich komme da gleich nochmal zu im Detail. Während wir den klassischen Teil sozusagen vor Augen haben, das ist der technologisch getriebene Teil. Große Fragen wie passt eigentlich die Mitbestimmung in einen europäischen Kontext? Ich glaube, da können wir noch antworten. Aber wie passt der eigentlich in einen globalen? Ist unbeantwortet. Ich werfe das keinem vor, ich will es nur beschreiben. Das heißt, die Entstehungsgeschichte der Mitbestimmung hat da ganz andere Rahmenbedingungen. Deswegen ist sie ja nicht falsch geworden, aber sie zeigt sozusagen die Begrenzungen auf. Warum zeige ich so auf diese Punkte? Weil ich glaube, dass wir, wenn wir erfolgreich sein wollen in der politischen Verankerung des Bedarfs an Demokratisierung, Mitbestimmungsqualität auf eine Menge bewiesener, traditioneller Beweise und Argumente verweisen können, aber wenn wir nicht schaffen, einen modernen Bedarf an sozusagen kollektiver Mitbestimmung für die Transformation und für eine sozusagen Welt zu beschreiben, dann haben wir mindestens einen KPI, wie die Kapitalisten sagen würden, nicht erfüllt. Wenn die Beschäftigten uns nicht folgen, was sie ja in vielen Bereichen tun, die Beispiele zeigen wir auch gerne. Aber selbst, also ich habe super gut organisierte Bereiche, da kann ich jetzt stundenlang über Erfolge reden. Ich habe aber auch welche, über die rede ich nicht. Was machen wir denn da? Und wir haben ein paar KPIs, die sind nicht zum Kaputtlachen. Unter 50% Tarifbindung. Da haben wir eine Forderung, die finde ich super, das ist Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Die hält aber von 12 bis Mittag, wie wir im Ruhrgebiet sagen, weil wenn du keine Tarifverträge mehr hast, kannst du auch nicht allgemeinverbindlich sein. Also, das ist sozusagen ein Zwischenzweck. Hat irgendeiner seinen Föhn angemacht? Irgendjemand hat seinen Föhn angemacht. Eigentlich ist er. So.
Also ich will mal sagen, wir müssen, ich will das nicht alles durchgehen, aber es gibt solche Entwicklungen, die gehören natürlich zu der Frage Stärkung der Mitbestimmung deshalb dazu, weil die Gegner der Mitbestimmung leichtes Spiel haben. Wenn sie sagen, was erzählen Sie uns mal von Tarifbindung, dann organisieren Sie die Bereiche doch. Dass das nicht so einfach ist, weiß ich selber. Aber wir müssen diese Debatte führen. Weil, was ich erlebe, das gehört alles zur Mitbestimmung, auch im GGB, dass wir natürlich, ich sage mal, wir kommen relativ schnell auch im Bundesvorstand zu dem Punkt, Bericht aus den Branchen. Und dann berichten wir natürlich, dass das gut geklappt hat. Und der zweite Teil der Berichterstattung sind besonders skandalöse Beobachtungen der Prekarisierung, was ich auch für notwendig halte. Und dann ist zu Ende. Das heißt, wenn wir das beschreiben und sagen, der Staat müsste mal, und der sagt, kann ich, aber das will ich nicht. Wir kommen ja in eine Phase jetzt, wo da welche sitzen, die sagen, will ich nicht. Bisher hatten wir ja welche vor Augen, die SPD beispielsweise, die gesagt hat, oh, muss mich abwägen, sind wir mal enttäuscht, aber die haben zumindest was gemacht. Ob das so bleibt in der Konfiguration, bin ich noch nicht ganz sicher. Also das Abgeben, sowohl in Deutschland als auch in Europa, wird nicht ganz so einfach sein. Ich will es mal dabei belassen, ich könnte da jetzt wirklich genug Beispiele sagen. Ich glaube, wenn wir die Mitbestimmung, die wir fordern, durchsetzen wollen, dann müssen wir diese, sagen wir mal, Entwicklungen bei einem ganz klassischen Feld, Unterstützung durch die Belegschaften, Beteiligung von Belegschaften, Kompetenz von Belegschaften, in einem neuen Verständnis in der Mitbestimmung denken. Denn der klassische Ansatz war, dass wir das für die Belegschaften gemacht haben. Und das fliegt nicht mehr, jedenfalls in modernen Gesellschaften, in modernen Arbeitnehmergruppen. Finde ich ein wichtiger Punkt, sollten wir nachher diskutieren, muss ich jetzt nicht länger machen. Zweiter Punkt, wovon reden wir eigentlich, wenn wir diesen Technikbegriff Transformation machen? In der Regel, es gibt glaube ich viele Dimensionen, in der Regel reden wir von zwei Strängen. Der eine Strang ist Technologie, jetzt gepaart mit einer neuen Qualität von Digitalisierung oder von Digitalisierung, was aber nicht zwingend das Gleiche ist. Es gibt sozusagen, immer ein Beispiel, in meinem Organisationsbereich ist Biogenetik, hat jetzt nicht zwingend, hat auch digitale Elemente, aber das verändert komplette Technologien in der Chemie. Ein bisschen haben wir das ja bei BioNTech gemerkt. Da passiert richtig was. Und wir suchen sozusagen Kompetenz, das überhaupt erfassen zu können, um das gestalten zu können und so weiter. Also ich sag mal, da passiert technologisch mehr als nur in Anführungszeichen Digitalisierung. Es hat aber alles irgendwie eine digitale Komponente. Insofern, dieser Bereich, der klassische Teil, hat eine Geschwindigkeit, eine Tiefe aufgenommen, die eigentlich auch uns ohne Klimawandel schon an die Grenzen dessen führen will, was wir da machen. Wenn wir dazu jetzt nochmal Globalisierung, also die globale Zugang zu diesen Technologien und zu den Standorten heranziehen, glaube ich, hätten wir schon ein abendfüllendes Programm. Jetzt kommt ein zweiter Teil hinzu. Und der hat eine völlig unabdingbare Notwendigkeit. Das ist sozusagen den globalen Klimawandel, soweit es geht, zu stoppen, zu verändern. Und der Auftrag, den wir dabei ja hätten, ist, das so zu gestalten, nicht nur sozial, sondern so zu gestalten, dass daraus sozusagen qualitatives Wachstum entsteht. Weil den Klimaschutz kann man auch anders erreichen. Mit Abschalten kann ich was von erzählen. Und Saarland ja auch. Und wenn man das sozusagen auf der Flughöhe macht, in der die Diskussion zu Recht geführt wird, also es geht hier um eine Menschheitsfrage, dann ist keine Abwägung mehr da. Dann ist der Rest nur noch karitative Gestaltung, weil da kann man nichts abwägen. Und die Frage ist das wirklich richtig? Und ich sehe so eine ganz verklemmte Zurückhaltung der Gewerkschaften, sich in der Debatte mit Fragen, ich rede von Fragen, aufzustellen. Warum? Die Klimadebatte hat den Status von kompletter Fortschrittsdebatte verdrängt. Alle anderen Dimensionen sind quasi weg. Und es ist gelungen in der grünen Geschichte, ich kritisiere die nicht, ich beschreibe sie, das alles sozusagen aufzunehmen, was vorher in vielen, vielen Dimensionen war. Das eine ist natürlich eine ganz ernste, wie können wir diese Menschheitsfrage lösen? Aber dahinter werden sozusagen Dimensionen von Qualität und vielen, viel von Gerechtigkeit, von Arbeitsqualität sortiert. Die mögen in vielen Bereichen auch eins zu eins stimmen. Ich halte aber diese Erzählung für nicht solide, jedenfalls nicht für viele. Und ich glaube, dass sie besser werden könnte, wenn wir uns dort einloggen
mit Beschäftigten und auch kritische Fragen stellen dazu. Natürlich wird man dann sehr schnell, ich kann davon ein Lied singen, in den Kampagnen in die Ecke gedrängt. Aber das ist der Versuch, die Fragen nicht zu haben. Und zunehmend kommen wirklich Betriebsräte, die uns auch die Frage stellen, müssen wir nicht dies und das und jenes, das gibt doch eigentlich keinen Sinn, was wir da gerade tun. Also die unsinnigen Teile der Umsetzung werden immer kritischer bei intelligenten, gut ausgebildeten Betriebsräten, weil die sagen, hey Leute, das fliegt doch nicht. Und zwar nicht, weil die gegen Klimaschutz sind, sondern weil sie sagen, was ist denn das für ein Kokolores, was da gemacht wird? Da gibt überhaupt keinen Sinn. Und da gibt es genug solcher Dinge. Und da muss ich gar nicht nur in meinem Organisationsbereich sein, Christiane, wenn du die Frage beantworten sollst, wie man eigentlich das Leitbild der Elektrifizierung im Automobilbau in den Dimensionen, über die wir reden, eigentlich zu einem Punkt führen, weil die jetzigen Planungen sagen 10 Millionen Fahrzeuge, wenn ich richtig informiert bin, 2030. Dann fahren 35 Millionen andere rum. Das wissen die Leute doch und sagen, okay, heißt das dann, das ist okay oder wie geht es dann weiter? Das ist ja auch das Thema gewesen, wo das Bundesverfassungsgericht ja dieselbe Frage gestellt hat, wie soll das eigentlich jetzt hier gehen? Die haben das dann noch eine Nummer höher gezogen, aber eigentlich haben sie gefragt, Leute, wenn ihr das so hochhebt, solche Zeiträume, solche Ziele formuliert, dann müsst ihr auch liefern. Und ich finde, dass wir in dieser Transformationsdebatte, das machen wir ja, die Frage stellen müssen nach der sozialen Gestaltung und den Zukunftsperspektiven. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu defensiv werden. Das ist schwierig. Defensiv heißt, wir müssen irgendwie qualifizieren und schauen wir mal. Das hat jetzt keiner hier gesagt, aber die Debatte gibt es natürlich. So unter dem Motto, wir müssen mal gucken, qualifizieren mal, Beschäftigungsfähigkeit. Ich habe jetzt den nächsten Begriff gehört, der heißt Transformationsfähigkeit. Ja, das ist der Versuch sozusagen, die Verantwortung zu individualisieren. Da müssen wir irgendwie ein paar Programme drumherum bauen, dann haben wir halt Pech gehabt. Und ich glaube, das geht nicht als Versprechen der Gewerkschaften und als Rolle der Gewerkschaften. Wir können Kooperationspartner sein, ich bin wirklich im Frieden damit. Aber unkritisch werde ich nicht. Und ich beteilige mich nicht und ich finde, das ist eine Gewerkschaftsverpflichtung, sozusagen am Illusionsmanagement. Was das dann genau heißt, muss man dann wirklich in dem Dialog, und da bin ich wieder bei der Mitbestimmung, wir haben ja gute Leute. Und ich glaube, dass man mit einem solchen Ansatz auch Leute gewinnen kann, die wir heute noch nicht haben, auch für Betriebsratsarbeit. Also noch höher qualifizierte Leute, als wir sie üblicherweise schon haben. Also ich glaube, wir müssen das, was wir Transformationsrolle und auch Transformationskritik anbelangt, Richtung Unternehmen und Richtung Politik klarer formulieren. Warum sage ich das so spitz? Weil ich sehe, dass irgendwann eine neoliberale Allianz aus beidem entsteht. Wenn sozusagen die eine Seite sagt, es ist alles egal, Hauptsache irgendwie unsere Fragen aus der Klima- und aus der Transformation werden beantwortet und die anderen sagen, wir müssen irgendwie unser Geschäftsmodell retten, das Ganze machen wir noch digital und die anderen Sachen werden wir karitativ behandeln und irgendwie müssen wir mal gucken, dann ist das für uns ein Riesensprengstoff und auch unsere eigene Autorität in der Mitbestimmung sinkt im Quartal. Drittes Themenfeld. Ja, wenn wir das alles machen wollen, wie können wir das denn? Es gibt in der Mitbestimmung, glaube ich, es gibt die Strukturdebatte und daraus aus Rechten und Tools und es gibt die Kompetenzseite. Und da beobachte ich, dass wir natürlich in den großen Unternehmen wirklich Betriebsräte haben, die auch von den Unternehmen, die aber auch selber so gut ausgebildet sind, dass sie wirklich auf Flughöhe sind. Früher waren alle von denen, sind durchgelaufen durch eine gewerkschaftliche Prägung. Anders ging das gar nicht. Das geht aber heute anders. Und das machen die auch. Machen die mit Beratern, das machen die mit externen. Es gibt eine ganze Szene, die da unterwegs sind, weil die Themen auch extrem komplex geworden ist. Also müssen wir auch die Kompetenzfrage bei uns selber, und wir haben ja Firepower, wir haben eine HBS, wir haben die Arbeiterkammer, wir haben viele, viele Dinge. Aber sozusagen die Joint Forces, damit hast du ja, Christiane, auch begonnen mit den Kampagnen und so. Du machst das ja, ich meine jetzt nicht dich oder meine auch niemanden konkret, sondern wenn man die Firepower der deutschen Gewerkschaften noch sieht, ist das, was wir auf die Straße kriegen, immer noch ein bisschen überschriftenhaft, immer noch ein bisschen in klassischen Feldern, immer noch ungeklärt, wo wir unsere Ressourcen am Ende einsetzen. Das ist alles immer irgendwie wichtig, aber das zeugt natürlich auch von einem sehr, sehr traditionellen Verständnis. Und ich glaube, dass wir nicht so viel Zeit haben, sondern dass die nächsten 5 Jahre
darüber entscheiden, wo die Hauptlinien gelegt werden. In Europa und sonst. Also zweites Feld, schon eher politisiert. Drittes Feld, und da bin ich dann eher klassisch, na klar brauchen wir eine Modernisierung der Mitbestimmungsrechte. Es ist komplett absurd, ständig darüber zu reden, dass da die Transformationen ganz fundamental sind, aber die Politik und auch die Unternehmen sehen sozusagen ein Betriebsverfassungsgesetz, dass dort, wo wir auch nicht selber die Kraft haben, das sagen, faktisch zu modernisieren, quasi mit Instrumenten arbeiten, die uralt sind. Und dieser Widerspruch wird ja immer deutlicher. Und da, wo wir die Kräfte haben, da gibt es die Auseinandersetzung ja jetzt auch schon. Da, wo wir sie nicht haben, gibt es keine. Das habe ich aber schon gesagt. Und natürlich brauchen wir da Modernisierung. Und natürlich ist das, was wir bekommen haben, sowohl bei der Unterstützung von Betriebsratsgründungen als auch bei der Frage, was sind jetzt wirklich Rechte, die sich weiterentwickelt haben. Wie geht es weiter mit SE-Gründung? Man könnte ja auf die Idee kommen, SE auch zu einer Chance zu machen. Ich habe ein Beispiel, aber auch nur eins, in dem ich das selbst verhandelt habe, wo es gelungen ist. Bei der BASF habe ich einen kleineren Aufsichtsrat, das ist doof. Ich habe alle Rechte, die ich vorher hatte, und habe das komplett europäisiert. Jedes Land in Europa hat Rechte, Mitbestimmungs- und Informations- und Beteiligungsrechte. Der Deal hat sich gelohnt. Aber es gibt natürlich Vonovia, die irgendwie geschafft haben, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, überhaupt keine Arbeitnehmerbank in ihre Vereinbarung zu schreiben. Irgendeiner hat dann unterschrieben. Also das ist aber auch eine Frage von Aufmerksamkeit. Also diese Dinge sind alle furchtbar und müssen auch in einen Katalog von Forderungen begründet werden. Das will ich kurz machen, weil das, glaube ich, klar ist. Wir werden jetzt die Frage natürlich nochmal selbst auch beantworten müssen und mit Rechten ausstatten müssen. Das Thema will ich nochmal ansprechen. Wir haben sozusagen in unserer Frühphase der gewerkschaftlichen Rechte hart gekämpft für freien Zugang zum Betrieb. Wenn wir das jetzt nicht digitalisieren können, sind wir wieder draußen. Weil ein Großteil der Kommunikation, der Arbeitsorte und so weiter, wird sich in irgendeiner Weise verändern. Das heißt, digitales Zugangsrecht, Mitbestimmung in digitalen Strukturen, wird wahrscheinlich auch von uns einiges abverlangen, weil wir werden natürlich, sagen wir mal, andere Formen bekommen. Also nur mit unseren Vertrauensleuten und nur mit unseren Funktionären werden wir das alles nicht alleine besprechen können, sondern wird es mehr, sagen wir mal, Urabstimmungen geben, aber jetzt in dem Sinne von Meinungsbildung. Wir brauchen aber vor allen Dingen erstmal dort Zugangsrechte. Der Arbeitsschutz, eine Errungenschaft, die wir lange gekämpft haben, ist mal eben bei Corona vom Tisch gewischt worden. Also heute kannst du irgendwie zu Hause zwischen Wickelkommode und Kochherd eingeklemmt sein, finden alle irgendwie völlig normal. Und die Debatten, also nicht die Leute finden es nicht normal, sondern die Unternehmen. Das heißt, all diese Fragen stehen ja im Zusammenhang mit Mitbestimmung jetzt auf der Tagesordnung, also sehr klassische. Die großen Themen sind ja schon angesprochen. Wenn wir nicht schaffen, aus der einzelbetriebswirtschaftlichen Logik, selbst wenn wir sie hätten im modernen Kontext, herauszukommen und die wirtschaftlichen regionalen Entwicklung der Transformation zu denken, dann ist das am Ende, sagen wir auch, neoliberale Beteiligung am Einzeloptimierung. Das heißt, wenn ich da mal ganz kurz den Kohlekompromiss anspreche, wir haben ja die Kohle 1, das kennt ihr ja im Saarland genauso, das war ja die lange Linie Steinkohle. Das will ich jetzt gar nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern die Braunkohlegeschichte ist ja insofern an einer Stelle ein Schritt nach vorne gewesen. Weil zum ersten Mal in solchen Transformationen, Geld gab es auch vorher schon, hat man sozusagen die regionale Alternativentwicklung mitgedacht. Also sozusagen die Frage, was kann man da hinbringen? Ob das jetzt gelingt, weiß ich noch nicht. Aber das Geld und die Aufmerksamkeit, die das bekommen hat, das ist ja wirklich Transformation, nämlich von einem zum anderen. Das andere ist ja Abschalten. Das zum Beispiel zur Grundlage zu machen, das ist ja Investition, das ist ja nicht irgendwie Subvention im klassischen Sinne, das ist ja Strukturpolitik, im weitesten Sinne dann auch zu einem Standard für diese Transformationsfragen zu machen, steht ja auf der Tagesordnung. Also Mitbestimmung mindestens dann auch zu regionalisieren. Da sind wir dann in interessanten Beteiligungsrechten auch, natürlich von Bürgern. Das muss man zu Ende denken. Aber ich glaube, dass wir auch alleine durch die Bürgerbeteiligung, die wir ja an vielen Stellen kennen, sowieso einen Schritt weiter sind. Wir können das nicht am Werkszaun alleine enden lassen. Ja, und wenn wir dann über Mitbestimmung reden und Transformation, das ist ja, hat jeder vor Augen, hat ja auch so ein bisschen Druck. Aber ich finde, dass wir auch
Fortschritt in der Mitbestimmung an vielen Punkten nicht nur, sagen wir, ständig unterstreichen und beschließen müssen. Ich will das einfach nur abschließend erwähnen. Die Frage, Gleichstellungspolitik jetzt endlich zu Ende zu bringen, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja mittelalterlich, was wir da diskutieren. Dass wir andere Fragen, in Deutschland ist in manchen Bereichen weit vorne, aber manchmal sind wir auch extrem konservativ mittelalterlich. Und es sind Belegschaften, die sind global. In Unternehmen funktioniert das. Da gehen die nach Hause, da ist der Inder, seine Frau oder ihr Mann sitzt zu Hause und wird da irgendwie an der Stelle rumgemobbt. Also sozusagen diese Öffnung auch für das Land und seine Zukunft auch als Gewerkschaft mit voranzutreiben, will das nur als Synonym heranbringen, das wird entscheidend sein in einem Land, das keine Rohstoffe hat, beziehungsweise die sie nicht fördern will, das Exportweltmeister ist, das heißt, wir leben auch von den anderen, und im Fachkräftemangel. Also ich sag mal, der klassische Inder kommt ja in Frankfurt an, nicht um auszusteigen, sondern um umzusteigen. Also wir müssen diese Frage, und das hat dann auch mit Rechtspopulismus, mit Stimmung, mit konservativen gesellschaftlichen Strukturen zu tun, das muss man im Betrieb thematisieren. Da sind die Arbeitgeber in der Regel übrigens auch offener, jedenfalls die ich kenne. Und dann muss man es eben auch zu einer Mitbestimmungsfrage machen. Das ist immer irgendwie auch der Fall, aber ich glaube, da geht noch mehr. Es gibt noch tausend andere Sachen, die lasse ich jetzt mal, wir diskutieren dann gleich noch. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diese interessanten Impulse. Das war ja wirklich ein großer Bogen über die Herausforderungen, die durch die Transformation von außen an die Mitbestimmung gestellt werden, über die Herausforderungen, denen man so ja als Mitbestimmungsakteur selbst gegenübersteht und ja der Bedeutung von Mitbestimmung auch für die Demokratie insgesamt. Also vielen Dank, da hat sich ja haben sich viele Anknüpfungspunkte für Fragen ergeben. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zum Ablauf der Diskussion jetzt noch mal für alle Teilnehmenden auch hier bei Facebook oder in Teams. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, wiederhole das gerne noch mal, weil wir uns natürlich sehr freuen über eine rege Beteiligung. Wenn Sie die Veranstaltung über Teams, also über Teams hier teilnehmen, dann können Sie sich gerne auch zu Wort melden und mündlich Ihren Beitrag hier vortragen. Wenn Sie über Facebook verfolgen, nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion. Dörte Krabbert wird beides im Blick behalten und dann jeweils die Wortmeldung oder die Kommentare aufrufen. Ich würde jetzt mal einsteigen mit einer Runde Fragen hier an die Gäste. Jetzt auch an Eugen Roth und Luitpold Rampelshammer, die ich nochmal herzlich willkommen heiße zur Diskussionsrunde. Steige einmal ein und wie gesagt, freue mich über Ihre Beiträge dann auch. Vielleicht ja, Christiane Benner, Sie haben ja den großen Bogen gespannt, auch nochmal über die Historie der Mitbestimmung. Das fand ich auch nochmal als einen wichtigen Punkt, das nochmal herauszustellen, auch was es für eine Bedeutung für die Demokratie hat. Ich würde jetzt vielleicht nochmal ganz so den ganz kurzfristigen Blick zurückwerfen auf so das letzte Jahr, massiv geprägt durch die Einschnitte der Pandemie. Sie hatten es ja auch erwähnt, da waren natürlich auch die Betriebsräte standen da vor massiven neuen Herausforderungen, mussten sich beschäftigen mit Fragen von Kurzarbeit über Homeoffice. Also da gab es sehr viel zu tun. Wie wäre denn so Ihr Zwischenfazit zum letzten Jahr? Wo haben sich vielleicht die Stärken einer funktionierenden Mitbestimmung gezeigt? Wo haben sich auch gerade dadurch nochmal Verbesserungsbedarfe offenbart? Und vielleicht auch noch, ja, hatten Sie den Eindruck, dass das Interesse an Betriebsratsgründungen durch die Krise gestiegen ist? Weil vielleicht so ein Bewusstsein gestiegen ist für die Bedeutung? Danke für die Frage. Ich würde jetzt mal sagen, in den Bereichen, wo wir die Mitbestimmung haben, da hat sie sich sozusagen bewährt. Ist wirklich Aufstockung verhandelt, Kurzarbeiterregelungen. Wir haben ja zum Glück eine tarifliche Regelung auch schon gehabt zum ganzen Bereich mobile Arbeit, wo wir auch, das ist ja seit 2013, 14, 15 Thema gewesen. Und das heißt, da sagen viele, also wirklich auch beide Seiten, sowohl die Betriebsräte als auch die Arbeitgeberseite, das war ganz gut. Damit war es uns irgendwie überhaupt möglich, einigermaßen geregelt ins Homeoffice überhaupt zu gehen. Ja? Und ich glaube, das zeigt, da haben wir gut daran getan, das war da vorher, das wussten wir ja nicht, dass eine Pandemie kommt. Will aber darauf verweisen, um diese absurde Diskussion, die wir im Moment aktuell haben, ihr wisst, ab morgen
ist ja Homeoffice-Pflicht ist ja weg. Und jetzt hat heute, also ich meine, haben sich ja viele Arbeitgeber aufgebockt und haben gesagt, wir wollen auch keine Pflicht, sondern das sollen jetzt mal alles schön die Betriebsparteien machen. Oder wir haben auch Tarifverträge. Ja, ich bin da auch für die Tarifautonomie. Ich fand es nur nicht ganz glücklich kommunikativ, warum die sich da in so eine Konfrontationsstellung gebracht haben. Weil alle, also kein Beschäftigter sagt, ich will 100% zu Hause arbeiten, sondern will irgendwie so eine Mischform haben. Und heute hat ja der Frank Wernicke, also Verdi ist ja in die Bankentarifrunde wirklich auch mit einer Forderung nach einem Tarifvertrag eingestiegen, die auch sagen, wir müssen das sozusagen gestalten, das Feld. Wir haben da ja auch im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, also über den Begriff könnte ich mich übrigens auch aufregen, weil wir wollen die ja nicht modernisieren, wir wollten die eigentlich stärken, ne? Das war ja die Ursprungsbezeichnung. Da ist es jetzt so, dass wir bei der Gestaltung Mitbestimmung bekommen haben, aber nicht darüber, ob überhaupt im Homeoffice gearbeitet wird. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Arbeitgeber cooler sind an der Stelle und sagen, die Beschäftigten waren so flexibel in Corona, ich gebe denen mehr Souveränität in der Entscheidung dann darüber. Aber gleich zu sagen, Haldemar, Waldemar, aber keine Pflicht, und das, also das fand ich nicht fair, weil die Leute echt ja sehr flexibel mit ihrer ganzen schwierigen Vereinbarkeit, Homeschooling, Homeoffice, das war ja alles nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also ich glaube, die Debatte ist ja nicht fertig und da muss man jetzt, glaube ich, gucken, da sind wir auch gefordert, da bin ich bei Michael, zu gucken, wie kriegen wir da jetzt eigentlich mit den Beschäftigten so eine elegante Lösung hin? Also was wollen die Leute da eigentlich? Wie wollen die jetzt eigentlich arbeiten? Und da müssen wir schon offen sein, finde ich, weil sonst wird es durchs Leben geregelt irgendwie ohne uns. Fände ich jetzt auch schade. Also kurz, Mitbestimmung hat sich da bewährt. Wir hatten keinen Run bei uns im Bereich auf Betriebsratsgründung. Bei uns sind leider auch Wahlversammlungen ausgefallen wegen der Pandemie. Das war schwierig. Was gelungen ist, vielen unserer Betriebsräte wirklich auch den Kontakt zu den Leuten im Homeoffice zu halten. Wir haben Homeoffice muss fair, wir haben da so eine Umfrage gemacht, wo wir versucht haben, so Instrumente zu haben, mit denen wir, wo wir echt fragen, in der Tat, sitzt du zwischen Herd und Wickelkommode? Hast du irgendwie noch so ein bisschen was wie eine ergonomische Gestaltung zu Hause? Oder wie geht es dir da jetzt gerade eigentlich? Also, dass man da auch nochmal ableitet, was müsste jetzt eigentlich gestaltet werden? Und im klassischen Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz an der Produktion, der wäre doch ohne unsere Betriebsräte, das hätten wir Mitte Mai letzten Jahres überhaupt nicht wieder anfahren können. Die waren da vor Ort, die haben da ihren Job gemacht. Und wir haben da jetzt schon einige auf der Liste, die jetzt sagen, wenn das jetzt wieder möglich ist, will ich Betriebsratsgründung auch machen. Ja, also ich würde erst mal sagen, ich würde da schon positive Wirkung, würde ich da konstatieren. Ich weiß nicht, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es ist eine Stärkung. Ich würde erst mal sagen, sie hat sich bewährt. Stärkung ist, weiterzuarbeiten und an andere Punkte dran zu gehen, in andere Bereiche auch reinzugehen und da natürlich Menschen von Mitbestimmung zu begeistern, ja, an der Stelle. Das ist wichtig, das ist der Job, den wir machen müssen. Menschen gewinnen für unsere Ziele. Klar? Ja. Ja, vielen Dank. Da kann ich vielleicht mal noch gerade überleiten an Michael Vassiliadis. Das ist ja tatsächlich auch eine wichtige Voraussetzung für das, was Sie eben gefordert haben, auch nochmal wirtschaftliche Mitbestimmung und Mitbestimmung in strategischen Fragen auch erstens rechtlich zu ermöglichen und dann auch zu organisieren. Dann die Begeisterungsfähigkeit muss natürlich dann dafür auch da sein. Was braucht es denn darüber hinaus noch oder wie sehen Sie die Chancen überhaupt, tatsächlich so mehr Rechte im Bereich wirtschaftlicher Mitbestimmung zu bekommen, gesetzlich zu verankern, auch gegen den Widerstand von Arbeitgeberseite und gleichzeitig den Herausforderungen, die Sie eingangs beschrieben haben mit sinkender Tarifbindung, sinkender Organisationsfähigkeit vielleicht auch? Ja gut, der letzte Punkt, den Sie angesprochen haben, das ist ja ein bisschen unser Geschäft. Da sind wir auch unterwegs, haben eine neue Debatte darum begonnen, also müssen wir nicht ein gemeinsames Interesse haben, auch im DGB, und zweifeln uns auch gegenseitig helfen, dass wir die, sagen wir, extrem prekären Strukturen in manchen Branchen angehen, weil die uns alle betreffen, weil das immer eine Provokation ist und natürlich dazu führt, dass Politik sich darauf konzentriert, was ja richtig ist, weil das Nötigste ist. Und das verdrängt natürlich dann regelmäßig andere Themen. Das heißt, wir haben da öfter darüber gesprochen, nehmen wir mal auch
Ostdeutschland ist ja insgesamt schlechter. Ist nicht überall prekär, was die Themen anbelangt, aber ist insgesamt schlechter von der Tarifbindung. Es gibt auch andere Regionen. Die ganze Frage OT-Mitgliedschaften, die wir in Baden-Württemberg ja, insbesondere die Metall, aber wir jetzt auch zunehmend kennen. All dieses ist ja kein Gentleman's-Thema mehr, sondern das war ja, zu Beginn waren ein paar Exoten. Das ist mittlerweile schon fast zur Strategie geworden und die Gegenwehr dagegen ist nicht ausreichend. Also, wir müssen selbst was tun, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir jetzt in den kommenden Konfigurationen Parteien, Akteure haben, die nicht mehr so klassisch ideologisch festgelegt sind, aber damit auch gleichzeitig schwammig. Also ich nehme mal die Union. Da gibt es einen Flügel, der ist klar. Es gibt andere, die sind so irgendwie auch über die Merkel-Zeit gefühlt irgendwie Sozialpartner, machen aber auch nichts. Das heißt, die müssen wir mit einer argumentativen Überzeugung sozusagen davon überzeugen, dass das, was sie da tun, nicht Schädigung des Wirtschaftsstandortes ist, sondern eigentlich ihre eigene Produktion von Transformationsthemen voranbringt. Wer soll das sonst machen? Dass wir ein Teil eines, sagen wir mal, politisch zu verstehenden qualitativen Wachstumsstrangs werden. Wir finden das völlig normal, aber das muss man eben auch beim Wirtschaftsrat der Union machen, was ich schon getan habe. Wenn das dann mit Nachhaltigkeit abstrakt bleibt, finde ich das auch mal ganz super. Aber in dem Moment, wo das sozusagen zu harten Rechten in der Betriebsverfassung wird, finden sie es lästig. Das ist ein Gap, das ist da, aber das muss man versuchen zu schließen. Und ich glaube, dass wir eine Chance haben, dadurch, dass diese Transformationsumsetzung so unscharf ist auf der politischen Seite und sie keine Antwort haben, müssen wir jetzt da sein. Weil wir haben ein Alleinstellungsmerkmal als Gewerkschaften, was keine NGO hat. Wir sind, gut, das haben sie auch, wir sind große Verbände, die auch Firepower haben, das haben die auch. Wir haben Zugang zum Betrieb direkt und haben dort Strukturen. Das ist ja nicht gar nichts. Wir haben auch die Fachleute, wir können beurteilen, was da passiert. Wir können also treibbar werden, wenn wir klar sind. Und wir sind politische Massenorganisationen. Aus diesem Alleinstellungsmerkmal machen wir zu wenig. Weil das haben dann immer die Kirchen. So, also das heißt, daraus könnte man mehr machen. Dazu muss man das aber, glaube ich, auch noch mal zu Ende diskutieren, was wir denn da sehen und was wir da, habe ich aber vorhin schon was zu gesagt. Also es gibt neue Argumente, damit könnten wir auch auf die Grünen zugehen. Die Grünen transformieren sich ja gerade selber. Die erste Generation der Grünen, die ich noch kennengelernt habe, waren ja sozusagen aus dem Fleisch der SPD oder Altlinke. Das heißt, so sind die uns auch begegnet. Die waren ein bisschen mehr Umwelt, aber ansonsten waren die Linke. Das stimmt aber gar nicht mehr, sondern ich habe jetzt neugierige Grüne, die wollen auch immer irgendwie verstehen, warum damit der Sozialpolitik, die sind wirklich neugierig. Ich mache denen keinen Vorwurf, die haben aber keinen Schimmer. Und deren Demokratieverständnis und Mitbestimmungsverständnis ist ein anderes als unseres. Wir dürfen also nicht emotional, ich bin sowieso nicht so, uns sozusagen als Ersatzbefriedigung jetzt auf, wenn man die für uns verträglichste Partei in einer neuen Konstellation zu bewegen, sondern wir müssen diese Frage, was sind die eigentlich aus meiner Sicht, mit einem klaren Profil ausgestattete Bürgerliche. Und die kann man auf unsere Seite bringen, die sind aber nicht automatisch da. Und die Nähe, das mit einem verantwortlichen Unternehmertum zu verbinden, ist näher als mit uns. So, dann haben wir die FDP möglicherweise noch dabei. Die sind natürlich für uns traditionell Provokation. Das stimmt auch. Die haben sich aber auch so ein bisschen neu aufgestellt. Und die Frage ist, kriegt man die zumindest so weit, dass sie nicht irgendwelchen genetischen Impulsen folgen, sondern sagen, okay, in einem gewissen Maße kann man mit denen. Also wir müssen das denken, weil unser klassischer Partner, muss nicht jeder hier Sozialdemokrat sein, aber ich sage mal, da konnten wir immer hingehen und brauchen kein Übersetzungsbuch über Mitbestimmung. Die haben es wenigstens einigermaßen verstanden. Gut, Linkspartei auch, aber die beschließen auch alles, was wir wollen, setzen es aber nie durch. Im Saarland vielleicht anders, aber Bundesebene jedenfalls nicht. Das heißt, wir müssen diese Konstellationen denken. Und wenn man nach Europa blickt, ich bin ja europäischer Präsident, ja, da ist eigentlich nichts in der Kommission, wo wir automatisch mal hingehen können und sagen, übrigens, wir kommen mal vorbei, wir sind von der Gewerkschaft. Ne? Das wird immer alles kompliziert. Also diese neuen Dinge denken, die Argumente formulieren, sie übrigens europäisieren und dann sozusagen als Argument für mehr Mitbestimmung einzubringen, dann sehe ich auch Möglichkeiten, eine moderne Variante da zu verankern. Wird das leicht? Nee. Aber ich glaube, dass das inhaltlich geht.
Vielen Dank. Ja, hört sich nach einer großen Herausforderung an. Natürlich, gut beschrieben. Ich würde vielleicht einen Punkt noch mal gerne aufgreifen, den Sie ganz am Anfang auch genannt haben. So die immer weitere Ausbreitung mitbestimmungsferner Bereiche, sage ich mal. Das gilt ja auch zum großen Teil so im Start-up-Bereich sehr häufig. Und gleichzeitig stellt das ja so ein zentrales Element von Wirtschaftspolitik, insbesondere auch der Bundesländer, häufig da auch im Saarland, eben die Förderung von Existenzgründungen. Und im letzten Jahr wurde von der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt eine geförderte Studie zu den regionalwirtschaftlichen Effekten von Gründungen im Umfeld der Hochschulen veröffentlicht. Und was dabei leider festzustellen war, ist, dass eigentlich das Thema Mitbestimmung wirklich bei Gründerinnen und Gründern, das war jetzt nicht überraschend, aber es hat sich auch da wieder gezeigt, spielt eigentlich keine Rolle. Luitpold, vielleicht die Frage an dich dann, woran liegt das aus deiner Sicht? Ist das überhaupt für kleinere Startups problematisch? Und siehst du Ansatzpunkte an den Hochschulen, hier ein Umdenken herbeizuführen, vielleicht fürs Thema Mitbestimmung stärker zu sensibilisieren? Vielleicht die zweite Frage zuerst. Also Mitbestimmung findet an unserer Universität kaum statt. Also weder bei den Ingenieuren noch im BWL-Bereich. Also das ist ja so, da gibt es ja Untersuchungen auch von der Hans-Böckler-Stiftung zu gucken, wo findet denn das statt? Wird es gelehrt? Wird es einfach mit einbezogen? Und da kann man sagen, also Mitbestimmung ist fast gänzlich unbekannt. So, also bis auf ganz, ganz wenige so Aspekte bei Personalwesen, aber das wird nicht systematisch mit einbezogen. So, ich habe dann Kurse angeboten hier an der Uni, Einführung in die Arbeitsbeziehungen oder Soziologie der Arbeitsbeziehungen. So, da fand ich dann versprenkelte Sozialkundelehrer und so, die sich dafür interessierten inhaltlich, aber jetzt nicht die, auf die ich eigentlich gezielt hatte, nämlich Ingenieure und auch BWLer. Also die konnten da keine CTS-Punkte dafür bekommen und dann war das denen, also dann haben die natürlich sofort das abgewählt oder eben nicht genommen. So, also ich glaube, es wäre ein lohnender Kampf für die Gewerkschaften, auch darauf zu drängen, dass das wirklich ein verpflichtender Teil zumindest der Ausbildung wird. So, also es gibt da schon Möglichkeiten, da müssten wir halt tief in die Struktur der Universitäten eingreifen, sich auf der Ebene der Fakultäten mit Leuten treffen. Also die sind durchaus offen für diese Fragen. Ist nicht so, dass die nicht wollen. So, oder dass die jetzt alles Neoliberale sind, die da das für Teufelszeug halten. So ist es nicht. Sondern die haben einfach keine Berührung mit diesem Thema. So. Und das ist so ein Problem. Diese Startup-Diskussion, wir haben die Studie gemacht, ja. Die sagen, wir machen Mitbestimmung in der ersten Person Plural. Ich und du. So. Wir brauchen hier keinen gewählten Betriebsrat. Wir sind ein paar Leute und da gibt es abends, sitzen wir beim Cremant oder beim Bierchen zusammen und reden über die Dinge. So. Ich glaube also von den Gesprächen her, dass die den Themen nicht weit entfernt wären oder der Umgangsweise, sondern die halten das für formalistisch und für wenig produktiv. So. Und erst wenn ein Startup eine bestimmte Schwelle überschreitet, wo der direkte Kontakt ich und du nicht mehr möglich ist, sondern ich und sie draus wird, erst dann, glaube ich, gibt es auch auf Seiten der Beschäftigten, also und dann vor allen Dingen in Krisenzeiten gibt es da ein drüber nachdenken, wir bräuchten ja eigentlich einen Betriebsrat hier. So. Also das wären die beiden Fragen, die jetzt nicht dazu geführt haben, dass die Mitbestimmung irgendwie, also oder das sind eher Beschreibungen für Problembereiche der Mitbestimmung. Es sind keine glänzenden Beispiele jetzt für Mitbestimmung, aber an den Problemen, glaube ich, das sind Stellschrauben, an denen man arbeiten kann.
Und da muss es, ich würde da noch mal eine Lanze brechen für Hochschulpolitik. Also, wir haben im Saarland hier einen hochschulpolitischen Arbeitskreis gegründet, in dem wir diese Dinge auch diskutieren. Und es ist möglich, indem man direkten Kontakt herstellt und indem man solche Fragen versucht, einfach also zu thematisieren und zu unterlegen. Ich meine, Carina, ihr habt es ja auch gemacht, die Arbeitskammer mit der Fachhochschule hier. Also, und auch gemerkt, das kannst ja du vielleicht erzählen, dass die durchaus offen sind, auch für, würde ich jetzt mal sagen, kontroverse Themen. So. Und das ist möglich. Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, das stimmt. Wir hatten dann auch einen Austausch. Man merkt, die Offenheit ist da. Ich glaube, man muss wirklich einfach nur alle möglichen Kanäle nutzen und Kooperationsmöglichkeiten auch nutzen, um da ein bisschen näher ranzukommen. Aber ich will jetzt meine Moderationsrolle hier auch nicht verlassen. Ich glaube, im Chat passiert auch so einiges. Dörte, vielleicht kannst du mal. Ja, wir fangen mal an. Und zwar länger schon die Hand gehoben hat unser Vorstandsvorsitzender Jörg Kaspar. Jörg, wenn du wolltest, du hattest du eine Wortmeldung, wolltest du was sagen? Ja. Ja, hallo. Also vielleicht mal Vorbemerkung. Auch wenn im Saarland immer so gemacht wird, als wenn wir das Mekka der Mitbestimmung seien. Auch wir haben zwar Leuchttürme, aber wir haben auch große Keller, wo es den Hund graust. Das, denke ich, muss man auch sagen. Und wenn ich im Saarland Mitbestimmung sage, dann gucken mich alle und ein Großteil auch zuerst mal mit großen Augen an, weil Mitbestimmung per se ist für viele nicht greifbar, sondern das ist manchmal, kommt es mir so vor, jeder hat Freiheit, jeder hat Wahlrecht, jeder will es, jeder schätzt, aber viele machen nicht mit. Und ich denke, wenn wir über Mitbestimmung sprechen, sowohl auf der betrieblichen Ebene als auch auf der Unternehmensebene, dann müssen wir das auch herunterbrechen. Was bedeutet das für den Einzelnen? Was hat das für, im wahrsten Sinne des Wortes, für Vorteile? Für Vorteile im Kleinen, aber auch für Vorteile im Großen, jetzt bei Strukturwandel und Transformation. Und ich denke, wir müssen auch klar machen, auch an unsere Funktionärinnen und Funktionäre. Mitbestimmung im tatsächlichen Sinne. Und wenn ich eine Erneuerung der Mitbestimmung fordere, heißt auch Mitbestimmung mit Verantwortung. Das heißt unter Umständen auch an dem einen oder anderen Punkt auch unangenehme Entscheidungen mitzutragen und auch mit zu verantworten und auch dafür zu stehen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Und ich habe festgestellt, wenn wir Mitbestimmung oder dort, wo wir keine Mitbestimmung haben, wenn es wirklich darum geht, auch jetzt schon im Zusammenhang mit Transformation, mit wie gestalten wir Veränderungen in den Betrieben, da müssen wir in der Tat die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben mitnehmen. Die kannst du aber nur dann mitnehmen, wenn du, ich sage jetzt mal, entsprechend etwas an den Füßen hast. Wenn du nichts an den Füßen hast, bist du nichts anderes wie ein kollektiver Bettler. Und wenn ich etwas an den Füßen habe, das haben wir zum Beispiel, sage ich mal, Beispiel bei uns, auch im Bereich von Betrieben aus unserer Geschäftsstelle, jetzt verlasse ich mal den theoretisch-politischen Bereich, organisieren müssen, indem ich wirklich mit der Brechstange, mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Brachialgewalt, ich sage mal auch teilweise mit provozierenden Äußerungen in der Öffentlichkeit hineinkommen musste, um überhaupt beim Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zu kommen. Ob das bei Eberspächer, ob das bei Bauknecht zur Umwandlung zu ZF oder in irgendeiner Gießerei war. Und ich denke, wir müssen aufpassen, wenn wir immer das hohe Schild der Mitbestimmung hochhalten und sagen, wir werden durch Mitbestimmung die Transformation gestalten, dass wir dort nicht die Erwartungshaltung so hochsetzen und sie nachher bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Praxis dann enttäuschen. Weil wir müssen sagen, wo gibt es Grenzen und wo haben wir oder wo kommen wir auch nicht weiter.
Weil wenn wir betriebliche Mitbestimmung und auch betriebliche Unternehmensmitbestimmung betreiben, dann sind wir in der Tat irgendwann nur Gefangener des Marktes. Deswegen müssen wir auch auf der einen Seite die betriebliche Mitbestimmung und auch die Unternehmensmitbestimmung mitgestalten, aber auch gleichzeitig auch eine Diskussion im gesellschaftlichen Rahmen führen hinsichtlich einer regionalen, ich sage jetzt mal, Arbeitsmarktstrukturpolitik. Sonst werden wir die Erwartungshaltungen nicht erfüllen können, die wir durch das hohe Ziel der Mitbestimmung diskutieren und gleichzeitig unsere Kolleginnen und Kollegen enttäuschen. Und das, was wir haben, ist Glaubwürdigkeit. Und wenn wir unsere Glaubwürdigkeit verspielen, dann haben wir auch die Gestaltungsmacht verspielt. Christiane Benner, wollen Sie da drauf reagieren? Ja, das ist eine super, super Diskurs. Also ich glaube, kann man sich auch schön reiben, weil das teile ich. Wir werden natürlich mit irgendeiner Monstranz, das ist ja das, was Michael auch gesagt hat, Michael Vassiliadis, werden wir das ja nicht stärken, sondern die Frage ist, und da wären meine Antworten schon oder meine Versuche zu sagen, stärker in Richtung Beteiligung zu gehen. Das Thema, was ich hatte mit dieser, ich glaube da fest dran, an diese positive Beteiligungs- und Partizipationserfahrung der Leute. Also wirklich zu sagen, konkret, also nicht abstrakt und nicht Ringelpiez mit anfassen, sondern konkret am betrieblichen Problem. Was bringt es, wenn sich Beschäftigte einbringen, wenn sie sich organisieren? Wo kriege ich da sozialen Fortschritt? Und das genau dann zu verbinden mit der Frage der Weiterentwicklung der Mitbestimmung. Weil ich sage mal, Jörg, das weißt du auch dort, wo wir super organisiert sind, dort, wo wir richtig viel an den Füßen haben, wo wir kampffähig sind, du kommst mit bestimmten Themen, kommst du ins kurze Gras. Und das sind aber wirklich unterschiedliche Ebenen, dass ich da erstmal nicht begeistere, das ist mir klar. Wir müssen halt irgendwie trennen, wo adressieren wir was. Ich würde das für die Beschäftigten, würde ich das so runterbrechen und würde einfach sagen, lass uns gucken, wie können wir hier in der Region mit unseren Möglichkeiten konkret das so gestalten, dass du hier eine Zukunft hast in der Region, dass du einen Arbeitsplatz hast, dass wir uns dafür einsetzen, dass es hier neue Produkte gibt an dem Standort. Also das, was sozusagen so einen ganz konkreten regionalen Bezug hat. Und da ist für mich schon eine, wo wir besser werden müssen als Gewerkschaften, ist dieses Thema, glaube ich, Beschäftigte wirklich zu beteiligen und nicht pädagogisch, sondern wirklich Prozesse zu organisieren, Zusammenhänge. Einige werden das auch nicht wollen. Und Jörg, ich glaube, und wir müssen uns da auch drüber streiten, da hast du ja das Thema, machst du Konflikt oder Co-Management? Es wird auch Debatten darüber geben, dass einige sagen, das ist mir eine Nummer zu heiß, in die Verantwortung will ich nicht rein. Aber wir haben natürlich auch schon eine Realität, die ja zeigt, dass Betriebsräte da durchaus drin sind und dass sie das wahrnehmen und dass sie sagen, ich will da genau für die Zukunft meiner Kolleginnen und Kollegen, will ich mich da sozusagen ins Feuer stellen und will sozusagen gucken, wie kann ich das hier entwickeln. Aber ich meine, das sind die Debatten, die wir führen müssen. Aber der Kern ist, sonst geht es an den Leuten vorbei, da hast du eine andere Ebene. Der Kern ist, gelingt es uns, konkrete Politikangebote zu machen für die Kolleginnen und Kollegen auf dem Hallenboden, in den Büros, in den Betrieben. Und ich will mal sagen, so ganz am Rand, wir haben ja selbst in Unternehmen und für Leute, die auf Plattformen, ja, in dieser ganzen sogenannten Plattformökonomie Clickworking machen, die Projekte machen im Internet, da ist es uns sogar gelungen, mit denen in einen Diskurs zu kommen. Und dann kam halt auch raus, ja, die wollen auch eine faire Vergütung. Die wollen auch, wenn sie jetzt in der Corona, wenn die Aufträge abgemeldet werden, wollen die Arbeitslosengeld. So, und ich glaube, das Wichtige ist, egal wo, wir müssen mit den Leuten reden und sagen, was ist sozusagen der Wert an betrieblicher Demokratie. So, und da haben wir andere Formen gewählt. Wir haben dann da so einen Verhaltenskodex gemacht mit den Arbeitgebern in dieser Digitalökonomie. Du musst halt Ansatzpunkte finden. Also da muss den Leuten klar sein, was bringt das, wenn ich mich solidarisch mit anderen zusammenschließe, um meine Bedingungen zu verbessern. Ich meine, denen leuchtet irgendwie auch ein, dass die keinen Bock haben, nur weil sie auf einer Plattform arbeiten,
dass sie da auf einmal Bedingungen haben wie im vorindustriellen Zeitalter. Also völlig losgelöst, wo es keine Rechte gibt, wo es rechtsfreie Räume sind. Und ich glaube, das müssen wir, wenn wir das halten wollen, wir müssen das kommunizieren. Wir sind zu voraussetzungsvoll, wir müssen das erklären. Mein Gott, und vielleicht brauchen wir irgendwann auch mal eine andere Form der Mitbestimmung. Ja, ist mir auch Wumpe, aber wir müssen das mit den Leuten entwickeln. Wir müssen da in einen Diskurs, sonst wird das ausgehöhlt. Das ist so. So, und ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Ich will das nicht auf dem Plakat vor mir hertragen. Ich will das mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb entwickeln und diskutieren. Und dort müssen wir Mitbestimmung stärken. Aber wir haben auch einige Fehlstellungen, die kann man auch gesetzlich denen auch beikommen. Und wenn wir digitales Zugangsrecht bekämen als Gewerkschaften verbrieft, ja, was uns übrigens die Tarif, also unsere Arbeitgeberverbände absprechen. Ich habe eine Stellungnahme von einer Anhörung vom Gesamtmetall. Die wollen das nicht, dass wir dann digital die Leute erreichen können. Ja, Leute, was haben wir dann mit unserem Koalitionsauftrag, hier starke Gewerkschaften zu sein? Da können wir uns Tarifautonomie in die Haare schmieren. Also das sind schon eklatante Punkte. Und es gibt bewusst Arbeitgeber, das habe ich viel gerade im Entwicklungsdienstleisterbereich, das sind Patriarchen, die wollen keine Mitbestimmung. Da wollen ja die Beschäftigten das, auch wenn sie es nicht im BWL-Studium oder Maschinenbaustudium gemacht haben oder E-Technik. Und da habe ich Patriarchen jetzt gerade in einem 10.000 Leute-Unternehmen bei Bertrand. Da hat mir der Arbeitgeber rotzfrech gesagt, es ist schön, Sie bitte, ich bin hier Jahrzehnte ohne Betriebsrat klargekommen und auch ohne IG Metall. Und dann haben sich die Leute aufgebockt und jetzt haben wir in 3 Standorten Betriebsräte. Ich habe gesagt, ob sie wollen oder nicht, wir werden sie organisieren. Also es ist eine Frage der Zeit, sie können mitmachen oder doof machen. Haben sie doof gemacht, jetzt machen sie mit. So, also ich sage mal, das will ich so sagen, nur weil wir es nicht vermitteln. Das ist nicht so, dass da alle trotzdem offen sind, sondern es gibt einfach auch welche, die wollen sich da sozusagen ihren Status nicht aberkennen lassen als Herr im Haus. Und da sage ich mal, das ist ja auch wenig modern, ne? So, also ich meine, da haben ja nicht nur wir ein Problem, für Leute attraktiv zu sein, sondern eigentlich dann auch Arbeitgeber. Und von daher glaube ich, ist es einfach wirklich wichtig zu sagen, was es uns da eigentlich geht und dass es zutiefst demokratisch ist. Ja, vielen Dank. Wichtiger Punkt, auch wichtige Punkte nochmal, die sich ja an die Bundesregierung vor allem richten oder die auf Bundesebene geregelt werden müssten. Eugen, da du jetzt hoffentlich wieder dabei bist, technische Schwierigkeiten überwunden, das ist immer der Nachteil an diesen Online-Konferenzen natürlich, nutze ich aber jetzt die Gelegenheit für die Frage an dich. Wir haben jetzt schon vielfach gehört, was auf Bundesebene zu regeln wäre oder auch auf europäischer Ebene sogar. Wie sieht es denn im Saarland aus? Hat auch aus deiner Sicht die Landesregierung Möglichkeiten, Mitbestimmung zu stärken, zu fördern? Wenn ja, welche Instrumente könnte und sollte sie dafür nutzen? Ja, hallo, ich hoffe, dass ich zu verstehen bin. Christiane nickt, weil ich mache gerade auch hier das durch, was viele von euch durchgemacht haben. Jetzt bin ich im Moment bei meinem Smartphone drin, weil ich aus irgendeinem Grund rausgesegelt bin mit dem schönen Laptop. Was kann das Land machen? Das Land macht einiges. Wir haben ja bei uns in dem Koalitionsvertrag stehen das Ziel der guten Arbeit. Und gute Arbeit ist bekanntlich mehr als guten Abend und guten Morgen. Und entsprechend haben wir schon dort, wo das Land Investor ist, auch die Förderungen konditioniert für das Nicht-Vorhandensein oder das maximal geringe Vorhandensein von Zeiten Leiharbeit. Also über die Wirtschaftsförderung haben wir da schon etwas gemacht. Es gibt natürlich andere Bereiche. Wir brauchen eine Stärkung der Tarifbindung. Da ist im Moment bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, es kommen jetzt diese modernen Namen, ein sogenanntes fairer Lohngesetz in die Beratung gegangen, das die Tarifbindung stärken soll, sodass künftig in allen Branchen und nicht nur im öffentlichen Personennahverkehr die Kerninhalte von repräsentativen Tarifverträgen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge maßgeblich sind.
Das ist neu. Das gibt es bisher in der Form in der Bundesrepublik noch nicht. Nicht in allen Branchen. Und natürlich hat das Land auch selbst als gutes Vorbild und Arbeitgeber die Möglichkeit, bei dort über das saarländische Personalvertretungsgesetz etwas Ordentliches zu machen. Da gibt es im Hintergrund bereits erste Überlegungen. Die sind allerdings bei uns im Innenministerium angesiedelt und gehen, wer das Saarland kennt, Westwunder, in die falsche Richtung. Das heißt, da ist im Moment, was so an Arbeitsinhalten diskutiert wird, nicht das da, was wir uns von moderner, beispielgebender Mitbestimmung auch zum Beispiel im öffentlichen Dienst wünschen. Last but not least, wenn es irgendwo eine Erkenntnis gibt, dass Mitbestimmung existenziell ist, gerade auch in der Transformation, dann ist das in unserem schönen Bundesland Saarland, das ja quasi auf Kohle geboren, über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl und so weiter, die Montanmitbestimmung hier praktiziert seit Jahren. Und ich kann sagen, der Michael weiß das viel besser. Wir hätten das nie hingekriegt, was den Bergbau betrifft, wenn wir nicht die Montanmitbestimmung gehabt hätten. Da hatten unsere gewählten Kollegen, es waren überwiegend Kerle, aber es waren auch Kolleginnen dabei, da haben die Großes leisten müssen und große Verantwortung übernehmen müssen. Und ich kann auch sagen, wir würden heute über die saarländische Stahlindustrie überhaupt nicht mehr sprechen, wenn es die Montanmitbestimmung nicht gäbe. Die wäre nämlich vor einigen Jahren an ArcelorMittal verscherbelt worden. Was ArcelorMittal damit gemacht hätte, kann man in Lothringen und in Luxemburg und in Wallonien beobachten. Die haben das, als das erste Mal frisches Geld brauchten, haben die Stahlindustrie verkauft. So brutal und einfach war das. Wir konnten das durch Montanmitbestimmung abwenden. Am Ende denke ich, dass Christiane, dass du und auch du, Michael, den richtigen Bogen gespannt hast, weil ich glaube, das größte Problem in der Zukunft für uns wird werden, dass wir unseren eigenen Leuten, unseren Kolleginnen und Kollegen weiterhin verdeutlichen können, dass es Sinn macht, überhaupt ihre Buckel hinzuhalten für sowas. Sie müssen auf der einen Seite kämpfen. Es gibt auch Schweinearbeitgeber, die Leute entlassen und da vorwenden, wenn sie hören, die wollen einen Betriebsrat gründen. Alles nicht nur Vision, sondern Reality-TV. Auf der anderen Seite sind Belegschaften da, die Riesenanforderungen natürlich wollen, dass die Gewählten für sie quasi den Kopf hinhalten. Und da stehen die eigenen Kolleginnen und Kollegen nicht Schlange unter dem Motto, kann ich in den Betriebsrat gewählt werden oder kann ich in den Personalrat gewählt werden? Und deshalb ist das Thema Weiterbildung, und damit will ich enden, Carina, ist das Thema Weiterbildung für mich ein Schlüssel. Es ist nicht nur so eine Sprechblase, sondern es ist mittlerweile etwas, was man ganz realistisch braucht. Und ich sage auch, ein verbrieftes, ein gesetzlich garantiertes Recht auf Weiterbildung, da hakt es auch bei uns noch. Wir haben ja diese Strukturwandelinitiative Saar. Das war einer der größten Auseinandersetzungspunkte mit dem Saarländischen Arbeitgeberverband, die dagegen waren unter dem Motto, ihr wollt doch nur euren Organisationsbereich ausweiten. Natürlich wollen wir den Organisationsbereich auch ausweiten, aber ihren Mist da mit ohne Tarif und so weiter, das ist eigentlich unsaarländisch. Im Endeffekt konnten wir das zusammen mit Anke Rehlinger biegen, aber der Kampf ist damit bei weitem noch nicht beendet. Wir werden es sehen, konkret beim saarländischen Personalvertretungsgesetz, und wir werden es sehen, konkret bei diesem fairer Lohngesetz. Da bin ich mal gespannt, wie sich die Matadore aufstellen. Ja, vielen Dank. Gut, es scheint angekommen zu sein. Ich habe mehrere Blutstürze hinter mir, weil ich nicht wusste, wie ich nochmal zurückkomme. Wenn das bei so einer prominenten Besetzung. Alles angekommen, vielen Dank. Übergebe jetzt mal an die Dörte, denn im Chat ist einiges los anscheinend an Fragen, also bitte. Ja, vielen Dank erstmal schon an alle, die jetzt schon Fragen geschickt haben. Wir sind jetzt bei 6 Fragen, wenn ich richtig gezählt habe. Ich würde anfangen mit dem Lee Hirschel. Die Frage ist aber zu lang, um sie vorzulegen, deswegen habe ich ihn im privaten Chat gebeten, selber die Frage zu stellen, Lee, also leg los. Also einen wunderschönen guten Abend auch in die Runde. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, der Bosch-Betriebsrat hat bei der ersten saarländischen Mitbestimmungsmesse einen Preis gewonnen zu Bosch bleibt. Was es Christiane so in einem Halbsatz abgewischt hat, weil ich war bis vor
4 Wochen tatsächlich selbst Mitglied des Bosch-Betriebsrates. Mir ist das eine Herzensangelegenheit. Ich will da aber auch nochmal eins klarstellen. Bosch bleibt, war nichts von 4 Wochen. Wir haben 5 Jahre lang eine systematische Kampagne gefahren. Da ist sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viele Mitgliedsbeiträge unserer Kolleginnen und Kollegen, IG Metall-Mitglieder, hingeflossen. Da ist sehr, sehr viel Innovationsgeist hinten dran und das ist mir einfach ganz wichtig. Aber ich will es nicht ganz im Detail ausbaden. Ihr könnt es ja in dem Chat daneben dran lesen. Und die Kolleginnen und Kollegen in Facebook, tut mir leid, aber geht bitte auf eure Bosch-Betriebsratskollegen zu. Geht auf die IG Metall Homburg-Saarpfalz zu. Da kann man ganze Bücher und Kinofilme drehen und was weiß ich nicht alles. Das ist einfach ein Riesenkampf oder ein Riesenkampfakt, Kollegen überzeugen, dass Zukunft wichtig ist. Zukunft kann sich. Das ist auch mein Plädoyer in der Sache. Langer Atem lohnt sich. Ich will da keinen abschrecken, aber langer Atem lohnt sich und Solidarität kann sehr, sehr viel bewegen im Positiven, wenn man halt nur zusammenhält. Ich hätte da ganz, ganz viele Ansätze, wo ich selbst jetzt aus der beruflichen Praxis heraus zucke und sage, da müsste man doch noch das inbringen, da müsste man noch das inbringen. Betriebsratsarbeit muss attraktiver werden, weil es einfach meine Erfahrung auch wieder ist, der größte Stakeholder kriegt endlich ein Sprachorgan, wenn man Betriebsrat wählt. Und das muss auch in die Öffentlichkeit. Ich hätte mit dem Luitpold viele Themen zu diskutieren, wo ich sage, das muss einfach in das Bildungswesen rein, dass Sozialpartnerschaft ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft ist. Aber eigentlich wollte ich nur eine Frage stellen, und zwar gibt es bei IG Metall und IG BCE, wenn wir ja so prominent vertreten sind hier in der Runde, gibt es da eigentlich Erfahrungswerte, vergleichbare Themen, wo Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen in quasi einen großen Guss gegossen wurden, um Perspektiven für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zu erkämpfen? Das ist eine ganz schnelle Frage. Wer möchte beginnen? Ich kann das ganz kurz aufgreifen. Wir haben eine sehr, sehr lange Tradition. Die geht jetzt schon über Jahrzehnte zurück, dass wir diese Frage von sogar bundesweiter Rahmensetzung in Tarifverträgen in der Chemie und der Gestaltung im Betrieb haben. Das ist mittlerweile Standard, aber wir haben das sehr, sehr früh gemacht. Wir haben das bei Zeit, Geld und zwar noch jenseits von Krisensituationen. Das heißt, wir konnten das aber auch nur machen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil normalerweise würde ja eine Gewerkschaft diese tarifliche Ausgestaltung, geht es richtig um Hardcore-Themen, würde man ja nur dann in die Betriebsstrukturen gehen, wenn man sicher sein kann, dass auch Gewerkschafter sind. Weil das bedeutet, wenn man nicht, bei Bosch ist das der Fall, aber du musst ja insgesamt sicher sein, dass du sozusagen, wenn du das dem Betriebsrat in die Hand gibst, die ja nicht zwingend alle Gewerkschafter sein müssen und sind, dann gibst du sozusagen das Heiligste raus aus dem gewerkschaftlichen Kontext. Das kommt, weil wir sehr, sehr hohe Organisationsgrade haben, gerade bei den Betriebsräten. So, das war der Grundsatz. Jetzt die Frage, sieht man Standortfragen und kann man sozusagen mit Mitbestimmung und in dem Fall sogar Tarif, Betriebsvereinbarung, da etwas machen. Damit haben wir auch eine Menge Erfahrung, in der Regel gute. Es gab auch ein paar, wo sich das Ganze nachher nicht so richtig als stabil erwiesen hat. Aber in der Regel haben wir die Erfahrung in vielen, vielen Bereichen gemacht, dass wir jetzt nicht nur einfach Beschäftigung für eine gewisse Zeit gesichert haben, sondern häufig haben wir als Teil dieser Vereinbarung darauf geachtet, dass sozusagen Investition und Zukunft dabei entsteht. Nicht immer für jeden einzelnen Beschäftigten, gab es auch viel Frühverrentungsgeschichten, aber wir haben nicht einfach nur uns bemüht, nicht einfach nur Zeit zu kaufen, sondern in der Regel Perspektive.
Also, da gibt es einen ganzen Katalog, will ich jetzt hier nicht zu lang machen, kann man aber auch mal austauschen, wenn das interessiert. Ein wichtiger Punkt, den will ich aber unterstreichen bei unserer Erfahrung in dem Tarifgeschäft. Was wir von Anfang an hatten, nie aufgegeben haben, obwohl es zig Versuche gegeben hat, der Arbeitgeber. Formal haben die Tarifvertragsparteien bei uns bei all diesen Flexibilitäten immer Zustimmungsrecht. Wie sieht das aus, wenn die sich geeinigt haben und alles ist gut? Da kommt da, das ist fast schon ein Kartoffelstampf. Ja? Aber alleine, dass sie das tun müssen, Parteien, das, was sie am Ende ausgeheckt haben, sozusagen einer, in Anführungszeichen, überbetrieblichen Stelle vorlegen müssen. Allein das diszipliniert die Und das haben wir nie aufgegeben und das diszipliniert, also ich sage mal, einen Großteil der wirren Ideen, die man eben nicht so im positiven Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast bei Bosch, sondern wo einfach Mitnahmeeffekte versucht worden sind, die verschwinden dann einfach, weil trauen sie sich dann doch nicht öffentlich zu machen. Also diese Frage, haben die Tarifvertragsparteien das letzte Wort, finde ich extrem wichtig. Ja, und die Arbeitgeber versuchen ja, so war das zumindest jetzt auch ganz aktuell in der Auseinandersetzung, die wir bei Continental hatten, die wollten im Grunde genommen haben und dass dann im Grunde genommen die Betriebsparteien irgendwie gucken, ob sie dann bestimmte Bestandteile absenken. Das in unserem tariflichen Rahmen beim Pforzheim-Abkommen, was wir ja seit 2003, 2004 haben, das ist ja auch immer mit den Tarifvertragsparteien und letztlich ist den Zukunftstarifvertrag, den wir gemacht haben, wäre jetzt so ein Beispiel, wo du genau eine Verknüpfung hättest. Du hast Rahmensetzung durch den Tarifvertrag und wir dann aber auch mit den Tarifvertragsparteien, nachdem, so wie Michael das beschrieben hat, würdest du dann eine Betriebsvereinbarung Bilder aushandeln. Und wir haben das, zum Teil machen wir das, wenn wir Zukunftstarifverträge, Sozialtarifverträge auch machen. Wir haben es jetzt aber das erste Mal so mit diesen Eckpunkten in der aktuellen Tarifrunde festgeschrieben. Das ist das, was ich so. Wir haben eigentlich ein dickes Hausaufgabenheft damit den Betriebsparteien gegeben. Aber da ist es auch so, dass wir dann sozusagen damit als Tarifvertragspartei drin sind. Also nochmal vielen Dank für deine auch Schilderung, was für einen langen Atem ihr da in Homburg hattet. Und ich glaube, ihr habt ja sogar den Denner einmal verpflichtet zu kommen. Also der hat sich ja da ewig geziert, den Sprecher der Geschäftsführung von der Schillerhöhe in Baden-Württemberg. Also ihr wart da ja schon mächtig am Wind. Der Ralf Reinstädtler hat da immer berichtet, auch bei uns im IG Metall Beirat. Vielleicht ein Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen möchte, der Patrick Selzer, der ja hier auch mit dabei ist, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der Teilnehmerliste, ist auch Vorstandsmitglied bei uns, Bevollmächtigter. Und wir haben sozusagen genau versucht, mit dem, was ihr mit dieser Transformationswerkstatt sah, was ihr dort macht, das ist eigentlich für uns wie so eine Blaupause. Also das ist eigentlich was, finde ich, das sollten wir auf viel mehr Regionen übertragen. Also, dass man wirklich alle Akteure zusammenholt, auch die Arbeitsagenturen, die Hochschulen. Weißt du, da kann man das dann auch nochmal konkret machen. Was heißt sozusagen dieser ganze Umbau? Wie kriegt man den zusammen gestemmt in einer Region? Und da haben wir ja auch massiv. Also wir haben nicht sowas wie diese, also vereinfacht gesagt, Kohlekommission, aber was wir probiert haben,
ist halt schon über da Gelder aus diesem Konjunkturpaket rauszukriegen, dieser sogenannte 35C, wo wir Möglichkeiten haben, in 39 Regionen perspektivisch solche, ich sag mal, Transformationswerkstätten oder Regionalcluster zu machen, weil unsere Erfahrung auch ist, dass sich gerade bei den Konzernen die Arbeitgeber da echt aus der Verantwortung stehlen. Die zeigen kein Gesicht in der Region. Wir haben die zu echt an Haaren, haben wir die an runde Tische gezogen, zum Teil, damit die sich da zu ihrer sozialen Verantwortung bekennen. Und da brauchst du genau solche Konstrukte, wo du dann auch sagst, du überlegst, okay, wohin können wir Arbeit in andere Arbeitsfelder rein. Da brauchst du wirklich die regionalen Arbeitgeber, die Arbeitsagenturen, die Hochschulen. Betriebe. So müssen wir arbeiten. Ich glaube, das ist die einzige, ganz konkret und für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben nachvollziehbar. Weißt du, wir handeln wie die Irren, turnen wir da in Berlin rum und versuchen, diesen ganzen Krempel auszuhandeln. Wenn das aber nicht bei den Kumpels ankommt, kriegen oder auch nicht, das dankt uns doch keiner. Dann sind wir Systemgewerkschafter, aber die Kumpels verstehen nicht, was Patrick da für einen Job macht. Also, dass der sich genau dafür einsetzt, für Perspektiven zu sorgen. Und ich glaube, das muss der Ansatz sein. Und dann gibt es, glaube ich, auch wieder eine Verknüpfung Thema Beteiligung, die Leute mitzunehmen, weil du eine Perspektive schaffst. Und dann wird mitbestimmt. Dann verstehen die und denken, ey, klar, Mensch, wenn ich mal und ich glaube, damit können wir dann auch Mitbestimmung mit Leben füllen. Ich glaube, das ist, und da hat um so viel, verdammt. Und wenn das macht niemand wie wir. Wir können die Leute zusammenziehen. Das ist unser Job und das macht sonst niemand, weil überall alle haben Partikularinteressen. Und ich glaube, wir kriegen das schon hin. Also von daher glaube ich, wir können das auch echt zu so einer Stärke entwickeln, um nochmal zu sagen, hey, was machen Gewerkschaften da eigentlich? Und wenn es die nicht gäbe, ey, wo stünden wir dann, ja? Und dann noch in Saarland in Zusammenarbeit mit der Arbeitskammer. Das ist phänomenal. Nein, Patrick, du hast deine Kamera an. Du willst was sagen dazu, denke ich mal. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich will nicht allzu viel dazu sagen, sondern nur Christiane. Dankeschön für die lumpen Worte. Aber das ist eine gemeinsam gemacht haben. Also auch Unterstützung des Vorstandes. Das wäre so nicht möglich gewesen. Aber die Überlegung war natürlich, wie kann man diesen Strukturwandel gestalten? Wie kann man letzten Endes Regelungen herbeiführen, die auch praxisnah sind, damit wir mit den Bestandteilen, die wir im Rahmen unserer Mitbestimmung haben, auch mitgestalten können? Unter anderem auch für die Frage, Zukunft zu gestalten. Bemühungen der, ich sage jetzt mal, aus dem Wirtschaftsministerium über Anke Rehninger ist begrenzt. Wir können nicht die tausenden Arbeitsplätze, die gefährdet sind, durch ein, zwei Neuansiedlungen kompensieren, sondern es geht darum, wie wir in Substanz erhalten. Und deshalb brauchen wir auch eine Ausweitung der Mitbestimmung. Denn das Hauptproblem, das wir momentan haben, ist, wir gestalten mit, wir schaffen Regelungen, wir, ja, auch Christiane, über euch, direkt über den Vorstand.
auch in Berlin mit einzuwirken, dass das auch handhabbare Regelungen bleiben, führt am Ende dazu, dass wir aber auch schauen müssen, dass wir im Grunde genommen mehr Mitbestimmung bekommen, denn am Ende sehe ich, dass es hier Verlagerungstendenzen gibt, weil man sich einfach der Problematik in Europa entziehen will und damit das Geschäft außerhalb zu generieren, weil einfach der klassische Kapitalismus im Rahmen der Globalisierung hier um sich zieht. Und deshalb ist es wichtig, dass es Hand in Hand geht. Und das Thema Mitbestimmung ist ein sehr weiter Flügel, wenn wir ihn attraktiv und gut und erfolgreich gestalten wollen. Also nochmal danke für den Hinweis, aber insgesamt die Debatte zeigt, wir müssen an vielen Feldern das Thema aufgreifen. Wo ich absolut recht gebe, Christiane, das wird noch eine schwere Aufgabe, ist den Leuten im Betrieb greifbar zu machen. Denn sie sind es leider gewohnt, dass viele Dinge für sie gut geregelt sind. Das wird eine der großen Herausforderungen sein. Deshalb auch danke für das heutige Format. Das wird gerade im Netz an der einen oder anderen Stelle nochmal für mehr Aufklärung sorgen. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich würde jetzt aufgrund der Zeit mal mehrere Fragen zusammenfassen. Eine kurze, vielleicht, wer sie beantworten kann. Thomas Stresser fragt bei uns im Chat nach, ist im Zuge der Digitalisierung ein gesteigertes Arbeitgeberinteresse an höherer Fluktuation gegeben? Ich weiß nicht, ob ihr da, Sie da Erfahrungen gesammelt haben. Die kann man vielleicht schnell beantworten. Alle schütteln mit dem Kopf. Kann man einfach. Also kann ich nichts zu sagen. Ist mir nicht. Okay, gut. Antwort schon. Wenn ich Digitalisierung so weit definiere mit Arbeit über Plattformen, dann hast du schon eine schnellere Ersetzbarkeit. Du hast eine andere Transparenz. Du kannst schneller auf Leute zugreifen. So, aber wenn ich das jetzt mal so für unsere eigenen Betriebe sehe, sehe ich das im Moment auch noch nicht. Im Moment haben wir eher die Debatte durch die Digitalisierung, mietest du Büro oder so, ja, also so Debatten, wo wir irgendwie gucken müssen, wie halten wir das, aber vielleicht habe ich die Frage auch nicht ganz überrissen. Aber das passt ganz gut, was Sie sagen, zu einer Anmerkung von Marc Baumeister, den ich soll sehr herzlich grüßen, Herr Vasiliades, als seinen ehemaligen Chef, schöne Grüße ausrichten, und er hat gleich zwei Fragen. Das eine ist, ich sehe, das ist mir schlecht angezeigt, gerade hier. Und zwar, Moment, ich fange mal mit der letzten an. Wenn ich, Moment, geht gleich los. Und zwar sagt Marc, dass wir etwas Positives, was mich auch freut, was mir auch noch nicht so klar war, dass Sie bei den Gastro-Startups gerade bei neuen Gründungen eine große Bereitschaft sehen, Mitbestimmung zu akzeptieren. Und dass das immer schon Hoffnung macht, so die Erfahrung im Saarland. Wie ist denn die Erfahrung im Bund oder in anderen Regionen damit? Also gerade bei Gastro-Startups haben sie weniger Widerstand, als es sonst gewohnt sind im Gastrobereich. In Lieferplattformen, Lieferando, Deliveroo, Volt, ist die erste Betriebsgründungswelle, die wir da mal hatten, die sich da zusammengeschlossen haben, dazu geführt hat, dass die anderen zum Beispiel von vornherein den Leuten Fahrräder, Kleidung zur Verfügung gestellt haben, Mindestlohn bezahlt haben, als echte Vorkämpfer, die waren auch auf dem DGB-Kongress auf dem letzten, da sind die ja da aufmarschiert, die
die Fahrradkuriere. Ja, nicht die Fahrradkuriere, sondern die Lieferdienstleute halt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Lieferando oder Deliveroo war. Und hat schon eine ziemliche Wallung gemacht, sodass da einige jetzt echt sagen, auch diese Gorilla, die neue, die da gegründet worden ist, die gesagt haben, wir zahlen es sozusagen, also bitte kein Betriebsrat, bitte keine NGG, wir machen gleich irgendwie faire Bedingungen. Ich will nur sagen, da tut sich was und deswegen ist es einfach gut, dass wir da Leute haben und auch die NGG, die Michelle Rosenberger mit dem Wittig Rossmann aus Köln, die haben das gemacht vom DGB, das unterstützt haben mit dieser BR-Gründung. Und das hat, also ich sage, das zeigt einfach, man kann Dinge auch, das muss nicht immer dann bergab gehen. Man kann auch Standards darüber setzen, aber ich sage mal, wir reden da echt von einem niedrigen Niveau aus. Das muss man ganz ehrlich sagen. Zu dem Thema ist alles gesagt. Ich will mal am anderen Ende vielleicht noch mal ein Beispiel setzen. Zu uns gehört ja BioNTech, Start-up, in aller Munde, mittlerweile nicht mehr arm. Die Leute werden noch ordentlich bezahlt, die haben auch einen Betriebsrat. Aber der Träger des Bundesverdienstkreuzes findet es doof, mit der Gewerkschaft verhandeln zu müssen, finden sie unpassend. Jetzt sind die nicht mehr klein, sie sind nicht unbekannt, sie sind nicht Start-up. Das hatten wir vorhin schon mal das Thema. Also, du hast es ja, Christiane, gerade auch gesagt. Dieser neuen Plattform ist, um Schlimmeres zu vermeiden. Aus ihrer Sicht. Das ist ja die Antwort. Ja? Und gerade im Zweifel akzeptiert man noch einen Betriebsrat, obwohl das ja lästig sein kann, aber auf keinen Fall auch noch eine Gewerkschaft hinten dran. Das ist nochmal ein eigenes Thema, kriegen wir heute nicht mehr gelöst, aber an der Stelle passiert immer was. Also im Zweifel, und da gibt es natürlich auch Betriebsräte, die da unter Druck stehen, die selber so drauf sind, ich meine, das dürfen wir ja auch mal besprechen, sind ja nicht alle von Herzen Gewerkschafter. Also ich habe auch im Pharma-Bereich richtig gute Leute, aber die sind selber, also brauche ich gar nicht zum Arbeitgeber. Die sagen selber, alles gut, schön, wir übernehmen mal ein Produkt. Aber so gewerkschaftliche Organisation finde ich jetzt nicht. Also wir haben auch ein Kulturthema in dem Bereich. Das ist das andere Spektrum, sozusagen auf der anderen Seite. Jetzt noch, weil wir wirklich noch ganz wenig Zeit haben, zur arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung eigentlich führt. Und im Saarland kämpfen wir auch hier mit allen Mitteln in der Klickökonomie der Fleischindustrie um das Recht auf Informationen der Beschäftigten und Zutritt zu den Betrieben. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Da habe ich natürlich in meinem Organisationsbereich viele, viele sehr große Betriebe. Und wenn wir vom Mittelstand reden, ist das keiner. Aber wir haben natürlich auch andere. Und ich will mal so sagen, da, wo wir Kraft haben, da haben wir Kraft. Da, wo wir keine immer dem, was gerade beschrieben worden ist. Es ist nie, es wird immer rumgetrickst, es wird immer bedroht oder rausgekauft. Das kann auch horrendes Geld kosten. Es gibt da sozusagen absurdeste Beispiele, wo ein Kandidat anschließend, sagen wir, aus seinem Blickwinkel echt bereit, weil er nicht Betriebsrat geworden ist. Also absurde Dinge. Also ich kann nur berichten, da wo eben die
Tradition, all das, was wir heute besprochen haben, der gewerkschaftliche Fußabdruck, all das nicht vorhanden ist, ähneln die sich dann alle dem Widerstand. Mhm. Und dann gibt es jetzt noch eine Nachricht von Thorsten Dellmann, der noch mal ein bisschen Wasser in den Wein schüttet. Ich kann es verstehen. Er sagt, bei aller Freude über die Transformationswerkstatt und die Mittelverteilung darf man nicht vergessen, dass die Entscheidungen auch andere treffen. Also die Arbeitgeberseite und diese uns und die Betriebsräte gerne als Öffner für Veranstaltungen nutzen wollen. Hier fehlt ein hartes Mitbestimmungsrecht und der politische Partner zur Umsetzung. Und auch von, ich soll Sie auch schön grüßen, Herr Vasiliadis, vom Thorsten Dellmann. Ja, aber entscheidend wäre doch, wenn wir zum Beispiel darüber entscheiden, dass da Gelder in die Region kommen, dass man zum Beispiel einfach sicherstellt, dass Gewerkschaften dabei zu sein haben. Also ich sage mal, das wäre ja eine echte Stärkung auf einer anderen Ebene. Da muss ich ja noch nicht mal irgendein Gesetz anbieten. Aber ich sehe das nicht ein, warum werden Steuergelder, Milliarden, ja, werden dann irgendwo reingekippt und auch Unternehmen unterstützt. Da sage ich, okay, ja, wenn es der Arbeitsplatzsicherheit dient und so, alles gut. Aber dann finde ich, ist das wichtig und absolut legitim, wenn wir sagen, da müsste eigentlich verfasst, also ich meine in diesen Richtlinien, dass dort Beiräte, da gehören dann Gewerkschaften